Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Remnant 2, dem neuen Add-on Forgotten Kingdoms. Seit Dienstag ist es erhältlich und wir zocken heute mal rein. Nikola ist auch dabei, hallo Nikola. Hallo. Du auch hier. Ja, wir beginnen mal mit der Charaktererstellung und wir machen mal so und jetzt können wir uns, also kann man sich ja auswählen, ne? Ja, was man will. Nicht schlecht. Kann man sich wirklich nicht. Das gefällt mir gar nicht. Eine Stimme aussuchen? Oh, das gefällt mir gar nicht, aber mir gefällt die. Frisur und Haarfarbe. Wir nehmen mal jemanden, der mir überhaupt nicht ähnlich sieht, ne? Wir nehmen einen Bart. Wir nehmen, warte mal. Kopf. ja. Finde ich schon ganz gut. Der hat so schöne Locken. Ja. Wie findest du Nikola? Sollen wir den nehmen? Sehr hübsch. Sehr hübsch, oder? Bestätigen wir mal, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Und jetzt können wir die Schwierigkeit auswählen. Wir bleiben mal zu Beginn jetzt bei Überlebender, weil ich jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung mit dem Spiel habe. Und kommen jetzt zu dem wesentlich wichtigeren Teil, nämlich den Auswahl der Klasse und des Archetypen. Ihr könnt verschiedene Klassen erstellen, die alle sich unterschiedlich spielen und auch erstmal im Grundsatz unterschiedliche Aufgaben im Teamspiel übernehmen. Der Jäger ist eher so ein Sniper-Typ, den ich eigentlich immer sehr gerne spiele, weil mir das Bock bringt. Das ist eher so einer, der ein bisschen Feuerkraft hat. Das ist der Helfer. Der hat so einen Hundimann dabei. Der Hundimann kann ihn unterstützen, der kann ihn aber auch heilen, ne? Oh, ich dachte gerade, der hat eine St. Pauli-Kappe auf. Guck mal. In deiner Lore schon. Den finde ich auch sehr nice. Der typische Colt-Revolver-Held. Der Pirscher. Der Entdecker. Der Alchemist. Und im Team ist es natürlich dann im Vorpool, wenn man auch die unterschiedlichen Charaktere auch nutzt. Der Beschwörer, der Arken. Ja, fürs DLC gibt es ja sogar noch einen neuen Charakter. Ja, den muss man sich aber erstmal freispielen, ne? Ja. Wollen wir zu Beginn, was hältst du von dem Hundimann-Mann? Wollen wir den Helfer spielen? Auf jeden Fall, der ist super, ja. Dann nehmen wir den nochmal. Wir können einmal ganz kurz nochmal näher drauf schauen, was der kann. Also der ist auf Teamwork sowohl alleine als auch in kooperativen Szenarien spezialisiert. Also man kann auch gut mit dem alleine spielen. Der hat halt den Wachhund dabei. Was kann der Wachhund? Der folgt uns und generiert 15% mehr Bedrohung. Also ich glaube, damit kann er die Aggro pullen sozusagen. Ne? Der Gesamtschaden ist um 20% verringert. Er heilt uns durchgehend, wenn er sich im Radius von 3,5 Metern um uns herum befindet. 0,2% der Maximalgesundheit pro Sekunde. Und er kann den Gegner natürlich auch angreifen. So. Und das Hauptattribut starke Bindung. Wenn der Helfer zu Boden geht, wird sein Gefährte versuchen, ihn wieder zu beleben. Und das ist gerade, wenn man alleine spielt, glaube ich, ziemlich cool. Weil wer soll das sonst machen für einen? Der klassische Solo-Charakter, genau. Ja. Für Leute, die allein spielen wollen. Aber man kann das Spiel auch zu viert spielen, deswegen. Genau. Gibt es da plenty of Möglichkeiten? Plenty. Das ist das Beste. Kommst rein ins Spiel und alles auf eure Notifications. Ja. Also, das ist, wir können mal die Map angucken, Station 13. Auch in Remnant 1 war das schon das Hub. Also die Ortschaft, in der das spielt, die ist im zweiten Teil nochmal einiges imposanter. Also die haben quasi daran weitergebaut. Das spielt ja einige Jahre nach Teil 1 dann. Und wer die Welt gar nicht kennt, also da ist so ein bisschen so ein, was ist das, wie ein Virus, also so ein Baumvirus quasi, der die Welt unterjocht. Und dann geht es halt auch noch um andere Welten sozusagen, wo das dann alles herkommt und die kann man bereisen. Genau, da kommt aus einer fremden Welt und befällt es nacheinander Welten. Und jetzt kam man auf die Erde und dann haben die Menschen gegen den Virus gekämpft und ja, leider verloren. So, was wir machen wollen ist, wir wollen mal einmal kurz in die Welteinstellung gehen. Wir wollen einen neuen Abenteuermodus erstellen. Das Interessante an diesen Abenteuermodi ist, dass die jedes Mal neu generiert werden. Also die sind immer anders. Und das hier ist das Add-on, The Forgotten Kingdom. Amid the ruins of a lost pan civilization, ferocious creatures made of stone prowl the merciless jungles and an ancient grudge surfaces from the kingdom's forgotten history. Das wollen wir spielen.
Das gibt's auch. Ist das auch eigentlich neu? Der Wachte König, bin ich nicht sicher. Wir wollen aber das hier spielen. Ich glaube, das ist der DLC davor gewesen. Ja, das ist DLC 1, DLC 2, glaube ich. Ne? Aber wir wollen genau. The Forgotten Kingdom spielen. Und das suchen wir uns raus. Dann bleiben wir mal... Oh, okay. Drück's schnell weg. Aber wir nehmen mal die Standardschwierigkeit. Gut, das haben wir jetzt ausgewählt. Das ist jetzt gerade aktiv. Das heißt, wir können jetzt hier einmal rausgehen und dann gehen wir hier nach Yesha und werden gleich hier in der glitzernden Grotte beginnen. Ich will aber noch einmal kurz den Charakter anschauen, was der so hat, was der so kann. Also wir haben einen Archetyp ausgewählt, das ist Helfer. Diese Archetypen, die leveln und man kann bis zu zwei Archetypen ausrüsten und sich dann halt den Spielstil so ein bisschen individualisieren. Wir haben natürlich jetzt einen neuen Charakter und sind nicht besonders hoch gelevelt und haben auch ein sehr, sehr leeres Inventory, wie ihr seht. Wir haben das hier einmal, okay. Die Taschenlampe ist gar nicht so unwichtig. Die brauchen wir in den dunklen Arealen und das Likör des Entkommens. Okay, damit können wir zurück zum Checkpoint. Die Dinger kann man hier auch aufleveln, diese Karten, weil ich glaube, man findet so Bücher und dann kann man so einzelne Vitalität, Kondition, solche Sachen dann halt einfach hochleveln. Ja, und wie gesagt, wir haben natürlich jetzt einen niegelnagelneuen Charakter, der hat erstmal noch gar nichts, bis auf seine Standardausrüstung. Gut, dann arbeiten wir jetzt damit und gehen rein, ne? Dann gehen wir hier nach Yesha und in die glitzernde Grotte. Ja, ich habe richtig Bock so ein bisschen auf Ballern so. Ich habe lange schon das kein... Das wirst du hier gut können, ja. Kein Ballerspiel mehr. Ja, Dienstag, ne, hatte ich ja gesagt, ist das Add-on rausgekommen. Also ist noch ganz frisch. Weil Gulsbert gerade noch mal gefragt hat im Chat. So, hier sind wir jetzt. Wenn du magst, kannst du mich mit einladen, dann spitze ich mich mit dir in den Kampf. Ach was, ja klar, das hättest du ja früher sagen können. Nee, das kannst du ja jetzt auch nochmal an. Mach ich das. Genau, über hier über Freunde, wenn du einfach drauf drückst. Und dann. Müsste ich da auftauchen, genau. Ganz oben. Geil. Yes. Dann eile ich doch mal zur Verstärkung. Stark, Nikola ist dabei. Nicht, dass du sie brauchen würdest, aber. Was? Ja, ja. Kannst mal mit Z die ganzen Nachrichten wegdrücken. Da hast du ein bisschen mehr Platz. Wenn du Z hältst, fliegen alle auf einmal weg. So, guck mal da hinten. Ah, da bist du ja schon. Lass dich doch mal anschauen. Was bist du denn für einer? Ich bin der Hunter, der Jäger. Fernkampf. Das ist meine Profession. Ja, das mag ich auch. War ich auch im ersten Teil, deswegen. Mal schauen, ob ich dir irgendwas irgendwie helfen kann. Ja, wenn nicht, dann bist du wenigstens dabei. Hier, ich hab doch gerade einen gesehen. Ich bin dabei. Ach, wie schnell die umfallen. So. Hallo, Hundimann. Ja, wir sind schon ziemlich stark. Starkes Team auch. Ja, ja. Die Besten. Zu. Das ist ja doof. Ist ja doch oben lang. Wie ist der Sound? Ist der Sound gut? Oder zu leise oder zu laut? Das Gefühl, ich habe einen leichten Delay im Sound. Das ist dann natürlich eine Ausrede dafür, wenn du sterben solltest. Oh, was? Was? Hast du das? Hast du gewarnt? Nee, du hast gerufen. Du hast Dinge gespottet. Ich bin auch etwas überrascht. Oh, hier! Oh, shit. Also, was bei dem Spiel so nice ist, es hat halt diese, so ein bisschen halt die Souls-Mechanik auch im Movement, ne? Also, man ballert zwar geil rum, aber man muss halt auch ausweichen, indem man seine Rollen sehr gut timet. Und da so ein bisschen dann auch drauf achtet, was der Gegner so für Moves macht. Ja, die Bosskämpfe sind ja auch sehr knackig. Ja. Wie geil der Hundimann einfach raufklettert. Oh oh. Da kommt ja noch einer. Dieses Schwein. Ah, das bist du. Es gibt übrigens Friendly Fire, ne? Wir müssen aufpassen. Ah. Ah, da ist auch einer markiert. Sehr gut. Meine Fähigkeit übrigens, ich kann Gegner markieren. Ja.
Oh, wow, da kommt das Schiff nicht runter. Aua. Kann man übrigens auch gut mit, ich hab ihm eingelegt, dass ich mit Tastatur spielen. Was ist los mit dir? Ja. Mit Controller spielen. Entschuldigung. Mit Tastatur auch. Mit Tastatur auch, ja. Beides sehr gut. Auch auf Steam Deck oder so. Ja. So. Geh mal hier mein. Ja, ja, das sind die Fancamper, die haben, wenn die Gegner nachkommen, haben die ein Problem. Du, dafür bin ich ja da. Dafür bist dann du da, ja. Ich will ja auch, du lässt mich ja auch glänzen, indem du genau, so gut bist, das ist meine Idee. Ich leg mich da mal hin, sicherheitshalber, damit du zu Hilfe eilen kannst. Oh, ein freundlicher Charakter. Hallo. Beweise, die ich mir immer ersehnte. Sind das die aus dem ersten Teil? Stimmt. Die angegriffen werden? Ein Paxum-Deck. Faszinierend. Ja. Versucht es mit mir zu reden? Möglicherweise ein weiterer Fiebertraum. Das ist oder echt doch nicht der Einfachheit halber, will ich es glauben. Wenn es mich jetzt entschuldigt, ich habe wichtige Arbeit zu erledigen. Ja, danke und auf Wiedersehen. Goodbye. Auf Wiedersehen. Wir können auch hartnäckig bleiben. Das ist doch freundlich. Hartnäckig. Das finde ich sehr lustig. Ich mag, wie der... Ich werde gleich weitergegangen, aber gut. So als, nee, ich finde es lustig, wie der auf uns reagiert, weil das... Siehste? Jetzt kann ich nämlich mit ihnen ins Gespräch kommen. Man muss hartnäckig sein. Das arme Ding. Die Paxotec-Traumkreatur möge tun, was sie will. Walt hat wichtigere Dinge zu tun. Ein angenehmes Gespräch. Überraschend. In der Tat. Danke und auf Wiedersehen. Tschüss. So. Das mit Dreamer finde ich ganz spannend, weil das ist ja so ein bisschen die Lore von dem Spiel. Dass ursprünglich das US-Militär, glaube ich, über Träumer sich in andere Welten gereist ist. Und so ist auch ein bisschen der Virus zu uns gekommen. In unsere Welt. Finde ich interessant, dass er das anspricht. Die Lore ist übrigens sehr spannend. Also das ist sehr umfangreich. Ja, aber das finde ich auch gut. Das trägt dann auch zur Immersion bei. Das gehört zu Souls-Titeln auch dazu. Ja. Souls-Likes. Wir gehen einfach mal weiter, ne? Wir haben ja noch einiges auf der Karte nicht uns angeguckt. Oder was meinst du? Klar. Aber hier ist, glaube ich, ein Aussichtspunkt, oder? Gibt's ein, oder wollen wir da runterspringen? Wir können schon. Ich meine, wir können es probieren. Echt? Wow! Das ist ja Teil 2 dazugekommen. In Teil 1 konnte man nicht springen, glaube ich. Echt? Okay. Glaub. Das ist ja interessant. Ich habe Teil 2 ein bisschen angespielt, die Welt kenne ich noch gar nicht. Das Biom gab es ja auch schon im Hauptspiel, aber im DLC haben sie es noch ein bisschen erweitert. Komm, hier ist eine schöne Leiter. Mit deinem Cutter habe ich das gern gespielt. Da haben wir Olli, oder uns, ein bisschen, genau, uns ein bisschen durchgeballert. Aber nur die erste Welt bisher. Das ist ein Olli-Spiel. Ja, auf jeden Fall. Der hat es, ja, noch mit zwei anderen und dann, ja, hat er uns die ganze Zeit aufgestellt. So. Aber das muss auch sein bei Teamspielen. Alle fallen um und einer muss sich hin und her rennen und alle wiederbeleben. Ja. Oh. Sieht schon nice aus, die Kristalle hier. Was? Die ja, da will ich nicht dagegen schlagen, weil das hat vorhin Gegner alle mitgebracht. Ja, und? Mir doch egal. Okay, dann. Let's go. Eine laufende Vase. Wir müssen alles beseitigen. Das stimmt. Lass mein Hund in Ruhe! Boah. Die haben noch alle Schwachpunkte. Ich glaube, da muss man bei den leuchtenden Stelle treffen. Oh, die Vase kommt. Wo die Schwachpunkte sind, da muss man einmal ein bisschen rumexperimentieren, wenn man die nicht sofort erkennt. Ich glaube, die Welten sind auch random generiert, oder? Ja, ja, ja. Diese One-Shots müssen ja auch random generiert sein. Das ist immer sehr beeindruckend, wie das so komplett krass aussieht. Ja. Obwohl es alles zufällig ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Krass, ja. So, die 3D-Map sagt hier, hier ist ein riesiger Turm in der Mitte. Ich fall runter. Aber dann kamen wir da nicht her.
Das ist doch der, den wir, wo wir gerade raufgesprungen sind von der anderen Seite. Ja, ich dachte mir vielleicht, man kann damit runterfahren wie ein Aufzug. Achso. Ja, wir müssen diese Türen, ich glaube, die eckigen Türen sind Main Quest und die runden Türen sind Nebenquests, ja. Nebenquests. Wir müssen also zu dieser Tür gleich. Wollen wir ja alle mitnehmen. Diese hier müssen über uns. Vielleicht kommen wir da über den Turm hin. Wollen wir das mal probieren? Warte mal. Wenn du noch einen Checkpoint siehst, dann kannst du da gerne mal vorbeischauen. Dann werde ich da respawnt. Wieso, bist du tot? Ich bin eventuell... Hä? Wie bist du denn... Wie hast du das denn geschafft? Wollen wir den Tunke nochmal angucken, aber da ist eine riesige Spalte, da bin ich reingerutscht. Da, genau, bin ich runter. Da bist du runtergeflogen? Ja, liegt vielleicht noch irgendwo. Aber wieso bist du denn nicht gesprungen? Ich wusste nicht, dass da ein Abgrund ist. Alter Schwede, ey. Du solltest mir doch helfen. Ja, stimmt. Man muss übrigens auch immer schön... Das wird dich gut dastehen lassen. Ja. Stimmt. Also, beides gleichzeitig geht nicht. Naja, das stimmt wohl. Ja, mal gucken, wo sind ja diese Leitern. Aber gewesen, das sieht doch so schraubenartig aus, oder? Ich glaube, das schraubt sich nach unten und dann kannst du nach oben fahren vielleicht. Nee, das schraubt sich nirgendwo hin. Das ist fest. Nee? Ja. Okay, na gut. Einfach nur aber so ich weiß ja, wo der Waypoint ist hier. Da hole ich dich jetzt nochmal wieder, muss ich nochmal nach oben klettern. Ja, das tut mir sehr leid, aber dadurch sehen wir nochmal den wunderbaren Turm. Oh, ich wünschte, ich wäre besser in Souls spielen, ey. Mann, ey, ich bin aber echt schlecht. Ja, gräm dich nicht. Dafür bin ich ja da. Ich kompensiere das. Dankeschön. Das ist sehr gut von dir. Was man hier übrigens auch ganz gut nutzen kann, ist die. Ich überlege gerade, wo ich mich am besten vielleicht noch ein Stück. Es gibt ja diesen Ausdauerbalken. Man kann dauerhaft rennen, wenn kein Gegner in der Nähe ist. Das heißt. Oh ja. Ich glaube, da komme ich von der Seite nicht hoch. Mist. Das heißt, sobald man sprintet und der untere graue Balken nimmt ab, weiß man auch, dass in der Nähe ein Gegner sein muss. Mhm. Ich sehe mit Schrecken, da oben ist ja der Punkt, aber ich komme da nicht rüber. Also ich glaube, über diese Zacken... dann musst du wahrscheinlich zum nächsten Punkt. Ja, das ist alleine. Schade. Mittelpunkt. Weißt du, was ich jetzt gern hätte? So ein Gleiter. Dass ich jetzt hier, hier oben so runtergleiten kann. Das wäre nice. Aber das gibt's nicht. Ja, okay, schade. Ich komme von hier nicht rauf. Das heißt, ich muss dich anderweitig holen. Ich überlege, ob ich vielleicht von hier auf irgendeine Ebene komme. Ich glaube, das ist auch zu weit weg. Da werde ich nicht rüberspringen. Das ist, nee, glaube ich nicht. Ich fürchte, das ist zu weit. Nehmen wir mal die Leiter, ich weiß nicht genau. Falling, wann kurz, weil gerade im Chat fragt, das ist jetzt The Forgotten Kingdom als DLC. Richtig, ja. Gibt auch Awakened King, das ist davor erschienen. Genau, es zwei gibt es schon, ne? Zwei Add-ons, ja. Und das ist jetzt hier das aktuelle, das neueste. So, bleib mal. Das sieht aber sehr freundlich aus. Oh. Okay. Der Sound ist aber auch sehr großartig, warte mal sofort. Ja. Jetzt geht's auf die Nase. Das sind dann immer so kleine Mini-Bosse, die erscheinen. Ich schätze mal sein. Oh. Sehr gut. Ne, es hört irgendwann automatisch auf. Ja, aber ich wollte ihm noch ein paar. Meinung mit auf den Weg geben. So. Das ist gut argumentiert. Okay. Was ist denn da hinten für ein... Warte, ich geh mal kurz hier lang. Kamen wir daher? Was ist hier noch für ein... Die Sackgasse von vorher. Ja. Aber nee, guck mal da. Das wollte ich. Achso, da hängt jemand. Ja, finde ich gut. Boah, der arme Typ. Was sagt er, sowas wie erlöse mich oder so? Schade. Tja, man muss raten. Oh, vielleicht fleht er mich an, die zu erlösen, aber ich kann nicht auf ihn schießen. Oder sagt, hier, rutsch mal diesen einen einzigen Stein da weg, dann komm ich ja, raus. Der piekst mich. Der piekst mich, nimm ihn weg. Wir machen es einfach nicht. Und jetzt denkt ihr, unsere ganze Spezies ist sehr unhilfsbereit.
Stimmt, ja gut, wäre jetzt auch nicht so gelogen. Nö, das finde ich. Würdest du. Größtenteils. Da hast du aber keine guten Erfahrungen, das tut mir leid. Nee. So, lass uns mal. Bei dem Film schon. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich immer nach oben, weil. Das Tor geht hier nicht auf, ne? Oh. Ja, wobei. Geht doch auf. Sehr gut. Dann haben wir hier, glaube ich. Oh, erstmal haben wir die Abkürzung. Ja. Ja, der geht der Respawn, sobald er sich an den Checkpoint setzt. Ja. Aber jetzt hast du wieder einen Zugang. Ja, zum. Ja. Checkpoint. Da hole ich dich jetzt wieder. Ich habe gerade überlegt, ob das der Weltenkristall ist, aber ich glaube, der ja, ist groß. Ja, aber warte das mal. Ist ein normaler Checkpoint, ne? Checkpoint, ja. So, bitteschön. Da ziehe ich Dankeschön. Dich jetzt raus. Ja, plumps. Vielen Dank. Deine Überreste. So, wir reisen natürlich nicht, wir wollen ja hier bleiben. Ich streichel den Hund der Zeit. Ja, mach das. Okay, herzlich willkommen zurück. Sehr gut. Hallo, ich bin der neue Nikola, der viel bessere. Hier unten waren wir noch nicht. Oh. Ein Wasserfall. Selbst. Oh, hinter uns gibt es wieder Besuch. Ah, die haben sich einfach angeschlichen. Das ist ja frech. Zum Glück machen sie sehr viel Lärm beim Anschleichen. Ja. Brauchen wir ein bisschen mehr Munition. So. Get ready. Okay. Aber was? Ah! Oh ja. Statuen bewegen sich, das ist fies. Ja, aber egal. Oh, da kommt von oben noch was. So ein Topfmann. Ja, haben wir. Sollte mehr Gegner geben, die Töpfe sind. Das sind die besten Gegner. Ja. Wieder was zum Runterfallen, yeah. Hm, pass bloß auf. Hier ist eine geile Lootbox. Aber die natürlich. Wird natürlich erstmal bewacht von den Lootwächtern. Und das ist auch noch so eine Pflanze. Ja, sehr gut. Die ganze Zeit warten sie auf irgendwie, ja. Der die Sound will. Ja, und dann kriegen sie es nicht hin. Und dann sowas. Blamage. Oh, neues Relikt. Gleich mal ausrüsten. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Reliktstaub, Eisen. Nee, warte, was ist das hier? Lumenitkristall. Hast du irgendwas Krasses bekommen? Ich weiß gerade nicht, wo genau das dann war. Nee, das ist nicht besser. Die Hosen. Ein Abschalz? Nee. Auch nicht besser. Na gut. Ja. Armor Reserves. Aber wo genau? Blick Fragment. So. Von jemand. Man kann ja auch streicheln, ne? Von jemand. Genau. Ja, beste Funktion ever. Da. Da. Finde ich immer wichtig. Ja. Das gehört zu einem Spiel. Spiele mit Tiere brauchen auch eine Streichelfunktion. So, hier geht's weiter. Wir sehen ja auf der Map, wo wir schon waren und wo nicht. Wo noch was ist. Oh, Cheeks im Chat kann uns verraten, wo der Artstreib ist, der neue, die neue Klasse. Oh ja. Immer her damit. Ein Item beim Turm. Zum Turm zurück. Oh, oder geht's also ich will auf jeden Fall zu diesen drei Fragezeichen. Zu Bob Andrews. Justus, oh, ich hab glaube ich noch einen Gegner getriggert. Da prescht er wieder vor, der. Ja, ich will natürlich jetzt gleich zum Turm und das die neue Klasse haben. Ja, let's go. Dabei. Das ist doch sehr verlockend. Lass meinen Hund in Ruhe. Oh, fuck, der ist fast runtergeflogen. Gut. Wir treten die runter. Brauchst du Munition? Okay. Da sage ich nicht nein. Oben ein Gargoyle, oh, der stürzt sich runter. Boah, Alter, bist du wahnsinnig. Okay, der hat einfach drei. Bist du noch da? Mhm. Danke, Hundimann hat mich gerettet. Ist einfach mein bester Freund.
Okay. Teilen wir uns den Loot eigentlich? Wie ist das? Ja. Egal. Was du nimmst, bekomme ich nicht. Dann müssen wir uns also, gut aufteilen. Genau. So, jetzt sehen wir auch, dass Nils nur noch zwei Herzen hat. Das sind also quasi die Revives. Genau. Genau. So, und hier soll der neue Freund sein, sagst du? Hier vielleicht, in der Richtung. Da ist noch ein Item in dem Fall. Material. Oh, Ring der Matriarchin. Oh. Cookies sind cleverer, die geben einfach den Frauen den. Perfektes Ausweichen verringert aufgeladene Nahkampfausdauer kosten um 100%. Ah ja. Nehme ich. Die können wir. Achso, der ist automatisch ausgerüstet. Sehr gut. Mhm. Ja, das weil ich noch Slots frei habe. Ich habe ja noch gar nichts. Ja. Wirklich. So, also da ist. Ich habe sie endlich gefunden. Beweise. Ich erinnere Sehnte. Da freut sich immer noch. Das ist jetzt der Turm. Da sind wir ja rübergesprungen. Ja, müssen wir doch wieder zurück, oder? Wahrscheinlich. Mm. Ah ja, wenn ihr etwas Fortschritt gemacht habt, dann den Turm ganz nach oben gefahren habt. Ach so, aha. Geht doch hoch. Aha. Pfeilfalle mit Treibsand, da liegt die neue Rüstung. Ah, okay, das heißt, wir müssen erstmal weitermachen. Guck mal, da unten, ist das das Tor? Warte mal, ich will jetzt zu diesem Tor. Das ist da. Und die Map mal an, ja. Also da müssen wir ja irgendwie vom Turm aus, kommen wir da nicht hin. Ich weiß nicht, von welcher Seite. Wir müssen dann nochmal zurück. Weil da sieht man jetzt nicht, auf welcher Ebene das ist. Da ist auch noch was. Das ist cool. Okay, da müssen wir dann vielleicht nochmal lang. Also entweder wir gehen da jetzt wieder runter und dann in die andere Richtung, weil ich sehe jetzt nicht genau. Warte mal, wie wir zu dem Tor kommen. Oder vielleicht können wir auch hier die Wand zerstören. Kurz, das ist ja mal checke. Also das ist jetzt hier unter uns, aber da kommen wir so ja nicht hin. Weiß nicht, von hier ist ja auch Einbahnstraße. Ich glaube, wir müssen dann den anderen Weg weitergehen. Warte mal. Okay. Ja, da müssen wir wahrscheinlich also den Turm runter und dann. Oder siehst du hier noch irgendwas? Warte mal, was ist hier? Ihr könnt auch mal den Gang mal laufen, ja. Der noch nicht erkundet ist. Ja, das ist auch ganz praktisch, man sieht immer relativ einfach, wo man noch nicht war. Oh, oh. Was ist hier denn los? Ja, noch 12 Schuss. Ich nehme mal kurz Munition. Mal deine Muni. Was haben wir hier Leckeres? Altmetall, okay, und ein bisschen Staub da. Da liegt Staub. Ah, fliegende Quallen sind immer das Coolste. Und hier geht's weiter. Oh, was ist das? Boah, das war nur ein freundlicher Vogel. Eine Art Adler. Man muss eigentlich auch alles kaputt machen, ne? Ja. Weil es gibt halt sehr viel Loot in den zerstörbaren Dingen der Umwelt. Also hier zum Beispiel sieht man das. Das heißt, immer alles zerstören ist gut. Wie im echten Leben. Ja, die Jahrhunderte alten Relikte einfach zerschreddern, weil es kann was Wichtiges drin sein. Oh, was ist das denn? Guck mal hier, ein Feuerei. Questgegenstand, das Ei des Kurikuri. Sehr gut. Ah, ein Quest-Item, sehr gut. Ja, das ist lustig, Item, ne? Ja. Okay, das wird klassisch halt ein bisschen komplizierter zu sein. Man muss AFK 3 bis 4 Minuten rumstehen im Sandhaufen und dann kommt man in einen neuen Raum. Das ist ja verrückt. So. Na dann, wieder zurück. Wollen wir unten lang oder wollen wir oben lang, ist die große Frage. Mm, ich glaube unten, oder? Okay. Was meinst du? Ich hab wieder Abkürzung genommen. Ja, du bist gleich wieder tot durch Falling Damage. Gibt ja kein Falling Damage hier, oder? Gibt es ja Falling Damage? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, also. Bereit machen! Ich probier's mal aus. Ja, viel Spaß. Ja, gibt's. Ordentlich. Eieiei. Das macht er so locker und dann verliert er die Hälfte seines Lebens. Was erwartest du denn? Warum soll es kein Falling Damage geben? Ja, wenn er so
den Staub von seiner Kleidung streicht, gehe ich nicht davon aus, dass er seine Knochen geboren hat. Naja, was habe ich denn noch da zum Heilen? Ein Hundimann ist ja da. So, das lass stimmt. uns mal hier die neuen Gebiete erkunden, wo wir noch nicht gewesen ja. sind. Wir haben jetzt ja vor allen Dingen schon das Ei gefunden. Jetzt müssen wir nur noch die dazu zugehörige Quest. Jetzt begonnen wir schon. Ah, jetzt. Oh. Ich verabschiede mich schon mal. Nicht gut. Oh. Ist der Riese auch da? Sehr gut. Ja, sehr schön. Brauchst du Muni? Ich hab noch genug Muni. Gut. 21 Schuss. So, pass auf, dann lass uns mal gucken. Hier ist noch was zum Erkunden? Ja, das sieht gut aus, da gehen wir lang. Sehr gut. Was zum Hauen? Ja. Ja, immer alles kaputt kloppen. Hauen, hauen, hauen. Was ist hier? Hier gibt's auch genau Ärger. Immer draufhalten! Was ist das da hinten? Ja. Prophylaktisch erstmal auf alles schießen. Ja, ich triff's noch nicht. Hier gibt's jetzt Ärger auch noch. Ich markiere schon mal. Das riecht nach Ärger. Aber noch ist nichts da. Ich kann jetzt. Okay, das ist. Ist es ein Boss? Ja. Ui. Oh fuck. Oh shit. Oh, aus der Suppe raus. Können wir von zwei Richtungen uns nähern. Und wo hat er seinen Schwachpunkt? Sag mal, wenn du ihn findest. Hm. Oh fuck. Guck mal, nicht so mehr. Du musst mal die Akku ziehen. Oh. Naja, ich schieß drauf, aber irgendwie mag er mich nicht angreifen. Oh. Keine Muni mehr. Ja, ich wechsle. Ja, wir haben ihn gleich. Ja. Oh, sehr gut. Knapp ist. Oh, Mutator ist dabei. Mutatoren sind sehr gut. Ein Luminitkristall. Primäre Munition, oh, ich habe 0 und Elementarschaden geknackt. Und Schildaktivität geknackt. Ja, geil. Mhm. Ich muss mal gucken, was ich so Feines im Inventory habe, um mich ein bisschen. Also, das ist das Ei. Was ist jetzt hier das? Ich habe ein neues Gewehr. Okay, ich habe jetzt nichts Großartiges zum Heilen. Ich muss mich mit den Eigenschaften mit meines Hundimannes begnügen, der ja auch Heilfähigkeiten besitzt. Vielleicht gibt es ja ein bisschen Heil-Items hier. Hast du mehr Munition aufgesammelt? Nee. Ich auch nicht. Naja, mit der Pistole vorlieb nehmen. Aber hier ist doch eine richtig geile Kiste. Mach doch mal die richtig geile Kiste auf. Oh! Mod Eisen, Mod Schaden geknackt. Mm. Serum der Ghoul. Geotech-Speed. Oh, was haben wir denn hier Feines? Serum der Ghoul. Achso, das kann ich verringert den Ausdauerverbrauch um 50% für 60 Sekunden. Ja, das ist vielleicht für einen Bosskampf oder so ganz, ganz interessant. Hab ich vielleicht. Ach, die Mutatoren kann man nur im Hub anbringen, oder? Das ist ja das. Schade. Ah, ne, doch hier. Inspect Item to Equip. Hm? Wie hast du das jetzt gemacht? Einfach Rechtsklick auf die Waffe. Dann kannst du unten links den Mutatoren einsetzen. Hast du schon gemacht, ah ja. Ja, das ist ja die Druckstelle. Erhöht den Fern- und Modschaden dieser Waffe um 5% bei Gegnern innerhalb von 7 Metern. Ja, okay. Mach ich auch mal bei mir. Okay, dann geht die Reise weiter hier hoch dann gleich. Also links und dann links hoch. Ich brauch Munition. Oder ein Checkpoint. Da kriegen wir auch Munition. Gibt beides. Aber ich habe jetzt auf Platz 2 auch ein Item, das ich einsetzen kann. Du auch wahrscheinlich. Ich glaube, das sind die Leute aktuell im Stream nicht. Was da hat jetzt die Nils ein neues Item auf ja, der 2. Das sehen die Leute, ja. Ja, ich habe dich gerade verschoben mal. Achso. Nee. Das ist das Ghoul-Serum, um Stamina wieder aufzufüllen, ja. Das ist der genau, das hatte ich gerade schon vorgelesen. Ah ja. Da war ich noch beim Equipen.
Das ist nicht schlimm. So, ich habe so, die Fähigkeit meines Hundimanns gerade mal getriggert. Mhm. Der mich ein bisschen heilen kann. Aber oh, das sehr ist praktisch. Jetzt auch nicht so viel. Was haben wir denn hier Feines? Guck mal, wir gehen mal hier rauf. Oh. Dieses Baumhaus hier. Da marschiert jemand. Ich lass ihn mal in Ruhe marschieren. Boah, wie der Hund hochkraxelt. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist so ein K9-Dog, ne? Ja. Okay. Oh. Oh, oh. Da war ja was. Okay, ich habe ihn noch gehört. Dreht ab, ich zu spät umdreht. Hundimann! Tu es! Danke. Bester Freund. Oh. Du lebst! Okay. Ja. Ja, sagt er da. Naja, was haben die denn beschützt hier? Hier gibt's doch Reichhaltigkeiten. Alles zerstören. Das schöne Wohnhaus. Erstmal schön zerstören. Ja, wahrscheinlich ist es so eine friedliche Familie gewesen. Die haben hier über all die Jahre sich das so schön gemacht und so Möbel aufgebaut. Und du sagst, wir Menschen sind nett und freundlich hier, ja. Gleich 10 Minuten später alles eingerissen. Die komplette Fassade. Manchmal findet man da halt leckere Sachen, die man braucht. Blut tut halt gut. Muss man halt so sagen. Immer alles zerstören. So. Gut, dann ins nächste Häuschen. Was ist das? Und wieder räubern. Eine Schau. Oh Mann, zwei Topfmänner. Okay. Ich habe hier noch Munition mit, du bist. Unten sind auch noch was. Ja, die nehme ich gerne. Ich habe nämlich gar keine. Oh ja, dann machen wir die Deckung. Das sind auch platt, so komische Drachenwesen. Kannst du die wegsniden? Mhm. Kommt die hoch? Oh, ich mach 7 Schaden. Ich mach gar keinen Schaden quasi. 9. Nicht nachlassen! Du hast so eine Sniper. Machst du dann auf Entfernung mehr Schaden? Ja. Gute Frage. Hast du die gerade getriggert? Kommen die jetzt hier hochgejumpt oder was? Ich hoffe nicht. Oh, ja, yeah, okay, ja, alles klar. Okay. Boah, ich konnte da nicht ballern. Ach, das ist ein Gargoyle. Oh, ich hatte ihn gekriegt. Okay, mein Hundimann hat dich, glaube ich, gerade geholt, oder? Ja. Nee, der greift gerade noch gebeten, ne? Boah, ich kann nicht, weil die so eine Mucke macht gerade. Oh, fuck, der macht so einen Dreiklang. Sehr gut. Hol dich. Ja. Hallo. Kein Problem, Nikola. Egal wie oft du fällst, ich bin immer für dich da und zieh dich wieder hoch, okay? Und das Spiel auf einfach, das ist schon. Eieiei. Das ist nicht einfach, das ist normal. Normal. Okay, stimmt, ja. Einfach gibt's hier nicht. Ich habe den ersten Teil tatsächlich auf Hardcore gespielt. Ja. Und wir gucken aber uns mal die ein. Ja, das war anstrengend. Ja, aber das so war auch sein. Ja, ordentlich knifflig. So, jetzt gibt es hier natürlich mehrere Wege, ne? Also den anderen müssen wir auch noch nehmen. Fangen wir mal mit dem an. Hier ist ein Boss. Haben wir Lust auf Bosse? Ja, natürlich. Okay, auf geht's. Wir haben leider wenig Munition. Ich habe sehr wenig Munition. Oh ja, ich habe gar keine Munition. Wollen wir kurz zum... Ja, macht es dann Sinn, zum Boss zu gehen? Nee, vielleicht erstmal ein bisschen... Nee, ist überhaupt ein Boss, das ist ein Weltentor, ein großes Tor, oder? Das ist der Main Path. Nee, dann geht's einfach hier weiter. Warte, lass uns erstmal die anderen Sachen machen. Achso, die natürlich. Erst die optionalen. Ja, klar. Ich gehe doch nicht jetzt direkt durch den Main Path. Wenn wir noch richtig geile andere Sachen haben. Wir müssen uns nur merken, wo das ist, wie wir hier hinkommen. Ja. Hier ist jetzt auch noch Gegner in der Nähe. Das merkt man am Ausdauerbalken. Also... Ja, überall. Alles voller Gegner hier. Die warten auf uns. Erstmal die... Warte, was ist das da oben? Gar nichts. Und zwar hier rechts noch lang, über die Hängebrücke. Hm? Also Leben auffüllen, Muni auffüllen, das wäre schon mal nicht so schlecht. Oh, altertümliche Waffen. Speer. Oh. Ah,
Also ich bin noch gerollt hier. Das war zeitgleich. Was haben wir denn? Primäre Munition, ja. Ich will aber sekundäre haben. Nehmen wir einfach. Ich würde gerne primäre nehmen, ich habe gar keine mehr. Ist zu spät, Nikola. Also alles eingesammelt. Aber nächstes Mal habe ich dich auf dem Schirm und denke mir, ja, die nächste ist für Nikola. Aber ist jetzt hier schon Sense? Tatsächlich, das war Sackgasse hier, oder? Wir haben ein bisschen Rollen noch, ein bisschen Looten. Scrap gibt's hier noch. Aber sonst... Hier muss doch irgendwas sein, also... Ja. Ah, wobei... Sackgasse. Na gut. Da geht's runter. Was ist da unten? Da ist auf jeden Fall noch was Rotes. Auf jeden Fall nach hinten. Eine Leiter. Leiter. Da sind zwei Hanselmänner. Können wir lieber von oben wegballern, finde ich. Ich sehe die gerade nicht. Wo sind die denn? Direkt unter uns. Tja, wir müssen zurück auf die Hängebrücke vielleicht. Eine Hängebrücke ist eine gute Idee. Warte, ich komme von einer anderen Hängebrücke. So, da passiert noch was. Ich glaub, noch einer. Da hinten. Ja, meine Munition von der Pistole ist auch gleich leer. Ich gehe runter, ich erledige das. Du kannst mir Deckung geben. Okay, ich glaube, bist du bald tot. Egal, ich mach das. Du kannst ruhig oben bleiben, keine Sorge, ich kümmere mich. Oh, hier ist Munition, die kannst du dir nehmen. Ah, das ist so toll von dir. Kein Problem. Da unten ist noch mehr Munition. Nimm sie dir meinetwegen. Das hast du dir verdient. Ach, da. Dafür nehme ich mir sekundär das Band des Wissens. Ein Trade Point. Damit erst kann ich ja jetzt hier meine Karten verbessern, ha? Ja, was nehmen wir denn? Was haben wir denn? Expertise, Fähigkeiten, Abklingzeit, Inspiration, Kondition, Ausdauer, Vitalität. Finde ich auch geil. Tja, ich gehe glaube ich auf Vitalität. Ja, Vitalität ist immer gut. Bin ich mir relativ sicher. Nehme ich auch. Habe ich genommen. Sehr gut. Bereit zum Ballern. Mehr Vitalität. Okay, dann schauen wir weiter. Was das hier, glaube ich. Wir werden einmal die Map aufrufen. Ja, da ist... Nee, gerade, guck mal, da ist noch der rote Bereich. Da kommen wir weiter. Right? Ja. Achso, du meinst an der Stelle aber nichts, sondern woanders. Ja, hier also links, gerade hier links und rechts auch. Oh, eine Kiste. Was ist denn da Hübsches drin? Warte, da müssen wir einen eben runter, ne? Oder? Warte. Nee, alle Pfade müssen begangen werden. Ja, manchmal kann ja auch was liegen. Also, da liegen ja manchmal versteckte Items oder so. Jedenfalls ist hier gerade nichts Böses unterwegs. Prescht schon mal vor. Ja, ich kann jetzt sprinten ohne Probleme. Solange ich sprinten kann, fühle ich mich sicher. Ja, das ist ja bislang. Jetzt ist die Frage, sprinte ich durch die Richtung. Genau. Okay, da also ist das seltene Portal. Okay. Wir müssen jetzt auf die Ebene kommen, die unbekannt ist bisher. Ja. Kommen wir da hin? Den Aufzug müssen wir aktivieren. Hier ist es ja vorne. Also, wir haben da hinten. Warte mal. Kommen wir darauf? Ich glaube, wir sind schon normal hoch. Oder ist das. Kann das sein, dass das auch über den Turm geht? Weil, schau mal, wenn der sich dreht. Wir haben doch da oben. Vielleicht kommt man in diese optionale Geschichte auch nur über den Turm. Oder? Let's find out. Das Gebiet ist ja komplett geklärt jetzt eigentlich. Doch unter uns noch ein bisschen was. Oh, unten ist noch was. Kommen wir da nach unten? Außer Fallen. Ist das mit diesem Treibsand gemeint gewesen? Aber ist kein Sand. Ist hier kein Knopf oder ein Hebel oder sowas? Und dann du bist jetzt eigentlich langgelaufen. Bist einfach den Weg wieder rausgelaufen oder was? Genau, ja. Hallo. Ja, vielleicht kommt das dann auch erst, wenn man dann jetzt in diesen Hauptraum reingeht. Das wäre ja gemein. Wir könnten natürlich jetzt... Oh. Was hast du gemacht? Gelaufen. Laufen ist ja verboten. Okay. Hier ist noch mehr, Nikola. Vorsicht, Topfmann. Topfmann. Okay, Topfmann erledigt. Ich wusste es. Topfmann. Von Anfang an böse. Also ich habe eigentlich überhaupt gar kein Leben mehr, ne? So. Oh.
Das ja, heißt, ich finde jetzt, wir sollten vielleicht einmal, wir wissen jetzt ja, wo es zum Bossraum geht. Wir können ja durchrushen. Wenn wir jetzt einmal noch zum Kristall gehen. Ich überlege gerade, was ist der? Der ist näher dran da hinten, oder? Der ist jetzt auf der Ebene. Da können wir jetzt rübergehen und dann laufen wir wieder zurück. Klar, hier ist können ein, wir durchsprinten auch. Was? Hier waren wir noch nicht, wo ich gerade bin. Da ist auch ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Da hinten bist du. Das finde ich gut, ich komme mit. Hier hat es mich zerlegt. Hier haben wir, glaube ich, abgebrochen. Da bist du dann zurückgelaufen. Um mich wieder zu holen, wie heldenhaft du bist. Ja. Hinter uns? Das ist ja gemein. Alter, was? Oh, der Gargoyle hat sich während ich mich geheilt habe, hat er sich mich gegargoylt. Das ist ja ein Schweinepriester, ey. Jetzt kann sich dein Hund wieder nicht mehr wiederholen. Na, gucken, ob ich dich aufstellen kann. Ich komm mal zu dir gekrabbelt. Ich fürchte, ich muss sie erst erledigen, bevor ich dich wiederholen kann. Wie lange habe ich da noch Zeit? Ich habe Zeit, aber Hundimann kommt zu mir. Okay, dann mach ich das mal. Nee, ja. Oh. Hilfe, Hilfe. Oh, meine Güte. Ja, ah. Nee, ich werde die ganze Zeit angegriffen. Scheiße. Nein! Ich bin auch da. Nein! Achso, da kannst du auch nicht mehr aufstellen. Nein! 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 Hundi, Mann! Nein! Ja, ja. Oh, er hat. Was für eine was für ein untreuer Begleiter, der hat sich für dich entschieden. Der hat mein Herz er genommen, weil ich für dich noch entschieden. Ja, ja, wir können es auch so sagen. Ja, weil du keine Herzen mehr hattest, hat er dann mein Herz nehmen müssen. Okay, ich habe einen kleinen, ich habe einen kleinen Hinweis erhalten im Chat, den ich einfach nicht überlesen konnte. Ich glaube, wir, was, okay, ist nicht schlimm. Ich kann auch schlimm. Wir können durch den Wasserfall, glaube ich. Ja, das ist ein Secret, habe ich auch schon gelesen. Was aber auch geil ist, weil es gehört sich einfach so. Hinter jedem Wasserfall muss man ein Secret packen. Das gehört sich einfach so, das erwarte ich auch. Was? Das ist zu? Das ist ja skandalös. Ja. Ist einfach zu? Die Tür ist zu? Sie geht nicht auf? Hast du meinen Hund jetzt einfach dabei, oder? Nee, ich glaube, der war der nicht trauert auf dich. Um mich, ne? Ja, ja. So wie es gehört. Der hat sich halt einfach früher für mich entschieden. Er wollte ja lieber dich da beglücken. Ja, du musst jetzt zurück. Wir hätten eh dahin gemusst. Also dann geht doch mal gut. Zum Dungeon-Herz da, zum Kristall. Und dann bin ich wieder da und wir hätten eh dahin gemusst, um Leben aufzufüllen und Munition voll zu machen, bevor wir dann durch die Main-Quest-Tür gehen. Aber wir wollten jetzt auch nochmal durch den Wasserfall. Oh ja. Und. Aber ich kann natürlich erst durch die Main-Quest-Tür gehen, weil da ist ja wahrscheinlich eh ein Checkpoint, oder? Weiß ich nicht. Ist schon relativ weit weg. Also hier ist ja nicht hier rechts direkt der Kristall. Der ist über mir. Laut mir. Da, wo ich dich geholt hatte. Genau. Es gibt, ja, rechts. Also rechts ist einer, und unten über mir ist einer. Nur dann gehen wir da erst durch. Und. Ja, das sag ich doch. Der ist doch direkt da. Ja, ja, dann nehmen wir den, ja. Wieso? Du willst mich einfach nicht dabei haben. Nein, nein, nein. Also ohne Nils und Hund. Sag ich mal dazu. Würde ich mich gar nicht hier raustrauen. Ungeheuerlich. Da fällt er wieder hin. So. Willkommen zurück. Die Gegner sind auch wieder da. Schön, dass ihr wieder da seid. Munition ist voll. Dann ignorieren wir jetzt die Gegner und sprinten einfach durch. Ja, dann das. Ja, warte mal, Wasserfall. Welcher ist das denn eigentlich? Hier gibt es ja mehrere. Der ist es nicht, ne? Fast der große hier. Okay, warte. Oh. Hier war doch einer, oder? Wer hier? Ah, der ist das nicht hier, oder? Ich glaube, der hier, der bei mir ist. Aber hier ist ein kleiner Boss. Ist der jetzt noch down, der Boss? Ja, moin. Sorry. Aua! Und niemand regelt. Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du schon wieder Probleme? Ja, naja. Wie du einfach den Boss und dann haust du ab! Das gibt's ja überhaupt nicht. Dann haust du ab. Ich bin doch zum Wasserfall. Nikola, ey. Dann hau da ab. Ich doch mal zu drauf verwenden. Na gut. Ja, ist ja gut. Aber der droppt dir auch geilen Scheiß. Der gehört natürlich nur mir. Ja, die will ich signalieren. Die können eh nix. Na gut.
Ja, die waren jetzt schon, die klebten jetzt schon an uns dran. So. Die klebten schon an deiner Pistolenöffnung. So, hier ist doch ein Wasserfall. Und hier sind noch ein paar komische Gegner, die können weg. Können wir hier rein? Da ist auf jeden Fall was drin, oder? Aber es... Nee, das ist... Nee, wenn dann nee. Unten, oder? Also... Ja, unten hier. Ist der Boss gefallen. Da war ich gerade eben schon. Da müssen wir natürlich wieder runter. Ja, da müssen wir runter. Also, ist, wenn das dieser Wasserfall ist... Ich schau mal ganz schnell. Das ist der nicht. Glaube ich nicht. Aber gibt's hier noch mehr? Das braucht man natürlich wieder Cheers im Chat. Wie bitte? Der uns da durchleiten kann. Unser guter Kollege, der uns hier schon mal was gesteckt hat an Informationen. Nee, glaube ich auch nicht. Da lag nur die Truhe. Nee, da geht nichts mehr, glaube ich. Hier ist nur die Kiste, das war's. Denn, ja, das, der ist auch, das hat man von oben auch gesehen, der knallt ja auf so Stein rauf. Also wenn es ist da, wo er rauskommt, der Wasserfall da oben, wenn. Aber okay, wollen wir dann... Dann marschieren wir weiter, oder? Zum eckigen Tor. Ja, lass uns zum eckigen Tor. Das war hier, oder? In die Richtung. Das eckige Tor ist da hinten... Ja, da müssen wir jetzt hier nach... Wo wir gerade herkommen. Ja. Da hoch. Ich habe mich schon hier angefreundet. Ich kenne mich jetzt hier aus. Ich würde hier gerne leben. Ich finde das auch ganz angenehm, tatsächlich. Ja. Die Fauna ist hübsch, die Flora auch. Warte, müssen wir da unten lang? Warte mal kurz. Geht's hier Achso, oben lang? Würde sich alles zum gleichen Weg? Ja, doch, wir können da lang. Ja, das ist der richtige Weg. Oh, das ist ja wieder da. Hallo, guck mal, der hätten Bewohner. Willst du jetzt vorbeilaufen, oder? Ja, ich bin einfach durch. Jetzt sind die Nachbarn, die nerven ein bisschen, aber meine Güte. Die machen immer Party bis nachts und dann legen sie sich auf, wenn wir morgens hier durchlaufen. Früh zum Bäcker wollen. Ja, schrecklich. Oh, ich muss jetzt schlafen. Warum hol ich die vor allem einfach? Oh, warum laufen wir überhaupt hier lang? Das ist ja komplett falsch. Ich laufe dir einfach nur hinterher, aber ich weiß auch nicht, was du machst. Ja, ich habe mich leider verlaufen, aber das passiert immer alles. Du bist auch total voreilig. Ja, jetzt muss ich dich wieder auf. Ach, Nikola. Ja. Jetzt habe ich hier wieder die Serien. Jetzt muss ich auch noch. Ach, Nikola. Okay. Warte. Der Reihe nach muss ich jetzt alle platt machen. Den halte ich am besten nochmal. Okay. Oh. Ja, wir hätten da lang gemusst. Das habe ich da erst im Bett gesehen. Ja, da hoch. Das ist richtig. Bist schon gut unterwegs. Du machst das sehr, sehr gut. Oh. Oder auch nicht. Ich glaube, der Hund ist mit. Ja. Ja, mein Fail. Tut mir leid. Ganz, du musst dich ein bisschen entspannen. Ein bisschen relaxen. Ja, du läufst einfach so kopflos, wie jung und stürmisch, kopflos, ohne zu checken, läufst du einfach durch die Gegend. Und wir müssen uns vorher einmal kurz... Ich folge dir einfach. Jetzt kommt hier wieder der andere Heini, ne? So, also, jetzt ganz kurz. Wir müssen... Kurz auf die Map schauen. Hoch. Ist schon richtig hier, oder? Ja. Dann hier. Aber wir kurz vorm Ende. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ja, ist nicht schlimm. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ist da unten lang oder oben lang? Ja, das... Ich bin mir nicht sicher, ob wir unten lang kommen. Achso. Von der Ebene her, warte mal. Nee, das ich glaube, eine höhere Ebene. Ja, ah, doch, wir können die andere Leiter nehmen. Lass uns, warte, wir können die andere Leiter. Na, das ist egal. Komm, wir gehen oben lang. Ja, aber hier spawnt halt mehr als unten. Ja, na gut. Weiß ich nicht. Ja. Wir sind auch andere Leute eben gespawnt, aber das ist ja relativ jetzt, wenn man jetzt entweder den richtigen Weg läuft, direkt durchs Tor oder die kurz hier einmal wegmacht, dann sammeln die sich auch nicht an. Und dann passt das schon. Ja, die Nachbarn mal wieder. Oder droppen die Muskeln. Beschwert sich wieder. Okay.
So, manchmal ist langsamer schneller, ne? Passt nicht. Du warst okay, dann nehme ich den. Ja, ich habe diese die andere Munition benutzt. So, jetzt ganz ruhig. Jetzt müssen wir die richtigen Ausfahrten nehmen. Ja, du läufst richtig. Sehr gut. Na? Bleib doch mal stehen. Frech. Okay, sehr gut. Da oben ist noch was direkt. Oben da ist noch einer. Geil, ja. Einer rum. Ja, das war runter. Gut. Sehr schön. Ja, der Wallhack ist schon ziemlich gut. Ja. Ja. So, jetzt sind wir da. Ist hier noch irgendwas für das? Ne. Okay, dann lass uns durchsprinten durchs Tor. Was uns wohl erwartet? Loot. Ganz viel Loot. 3, 2, 1. Spaß, Spaß, Spaß. Ring der Dornen. Das sind die coolsten Ladebildschirme. Mit Tipps und Tricks und neue Items. Da ist noch ein Checkpoint. Ja, da hätten wir auch reingehen können. Atmet der Boden? Ist er grad so. Ja, ich glaube, hinter jedem Tor ist immer ein Checkpoint. Ja, da hättest du auch direkt durchlaufen können. Ne? Tja, hätten wir das gewusst. Hätten wir das gewusst. Hätten wir uns ein bisschen Zeit gespart. Hallo, Cassius. Oh, geil. Hm? Aber das kann ich jetzt. Also, wir könnten zurückreisen und aufwerten. Ja, aber stimmt. Mal gucken, was haben wir denn hier alles? Lohnt sich das? Ich würde mir auf jeden Fall mal Heil-Items kaufen, glaube ich, mit unserem ganzen Scrap. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Wollen wir das einmal machen? Wir können ja dann wieder zurückdüsen. Ne? Ja. Wir schon hier sind. Kann. Ui. Das war im ersten Teil auch eine hübsche Szene, wo man zum ersten Mal diesen Stein berührt. Das war schon sehr cool. So, wo wollen wir jetzt zur Station 13 zurückkehren? Schnell reisen? Genau. Jawohl. Jawohl. Und die haben sie richtig schön ausgebaut, Station 13, echt. Das ist zum Vergleich zum ersten Teil, wo noch alles schön eingequetscht in irgendeine Räume waren, das ist jetzt alles schön offen. Ja, finde ich auch nice, weil das ja die Entwicklung auch einfach aufzeigt, die dann in dieser Zeit passiert ist. So, ich kann Waffe aufwerten. Danke, dass mir das hier angezeigt wird, das finde ich sehr gut. Ein bisschen schade, dass man nicht mehr zurückkehren kann ins alte Gebiet. Aber ich glaube, am Anfang von der Story von Teil 2 kann man kurz mal rein. So, aufwerten. So, welche nehmen wir denn? Mats, die Pistole ist, finde ich eigentlich ganz geil. Die macht Schaden 8. Ja, die ist natürlich schon besser, ne? So, die habe ich aufgewertet. Wie oft kann ich die denn noch aufwerten? Einmal. Und die? Ja, weil alle gealtert sind und alle weiße Haare plötzlich haben. Ist auch sehr spannend. Hammer, oder? Ja. Und die kann ich auch nochmal aufwerten. So mehr leider nicht. Aber immerhin ein bisschen. Und Waffenmod. Healing Shot ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme den Healing Shot. Kann ich mir das überhaupt leisten? Ja, ich habe die Saat. Oh, heilender Schuss, ja. Dann nimmst du die und ich nehme Warte, warte, ich lese erstmal. Achso. Startet eine Sprengladung, die beim Kontakt mit Verbündeten explodiert und sie um 35% ihrer maximalen Gesundheit heilt. Ist ja nicht schlecht. Ja, ich könnte es auch beide nehmen, dann haben wir beide was, uns gegenseitig zu heilen. Schuss der Erschütterung. Na dann? Ja, finde ich eigentlich jetzt dieses gegenseitige Heilen. Dann ist schon auch nicht schlecht. Dadurch spart man sich ja auch viel Heil-Items. Finde ich gut. Wollen wir das beide nehmen, oder was? Ja, die habe ich auch. Wir sind fertig. Dann packen wir die doch gleich mal aufs Gewehr wahrscheinlich, oder? Ja. Können auch Sachen verkaufen. Hier ist noch der Schießstand. So, haben wir noch. So sieht es dann aus. Oh, was? Jetzt hast du Gehalt. Okay, wie hast du das ausge... Mit F kannst du deaktivieren. Ja, du hast aktuell 0 Aufladungen. Okay. Komm mal wieder Aufladungen. Jetzt habe ich wieder welche bekommen. Ich hab 0. Warum? Bei mir sind die gerade einfach so erschienen, die 2 Aufladungen. Warum habe ich 0? Aber die regenerieren sich doch, oder nicht? Dachte ich eigentlich auch, hier im Hub müsstest du eigentlich sofort immer 2 bekommen. Vielleicht müsst ihr dann mit dem Schießstand gehen, denn dann bekommst du die neue. Ich glaube, so funktioniert das. Herzlichen Glückwunsch auch an Tyrion, der heute hier Geburtstag hat. Oh, Happy Birthday! Jetzt hast du die 2 Aufladungen.
Jetzt kannst du die einsetzen. Okay. Ich geh mal weg. Genau, der bounced so lustig. Okay, aber wird die dann... Das ist so geil. Oh, das ist super. Hammer. Mhm. Ich mag die Welt, das sieht einfach geil aus. Diese Hub, das ist geil, der Ort hier. Mhm. Hi. Hier kommt man auch im ersten Teil an, mit dem Boot. Ach, unser Kollege aus der Wüstenwelt, oder? Guten Tag. Hallo. Entschuldige, Gesichter der Paxultec kann ich mir nicht so gut merken. Oh, Paxultec. Wir sind die Paxultec. Wollen wir wieder weiterballern? Ja, ne? Ach, dann lass ich wohl noch Items kaufen. Achso, ja, hier bei ihm oder was? Heil-Items. Huch, da hab ich was geschlagen. Gibt's bei ihm Heil-Items? Mal gucken. Relic Fragments gibt's hier. Oh, ich könnte. Nee, ich glaube, die Heil-Items gibt's drüben bei den anderen. ...6%. Aber guck mal, ich kann mit dem verdorbenen Luminid-Kristall meine Waffe nochmal aufwerten. Oh! Okay, Druckstelle plus 1. Ich weiß nicht, ob es noch eine bessere Verwendung für gibt. Ich mach das jetzt einfach. Eventuell habe ich gerade unser Ei an den Koch verkauft. Du hast nicht das Quest-Ei verkauft. Niemals. Och, alter Schwede, ey. Hat gefragt, ob ich ein Ei habe und ich dachte so, ja klar, ich habe irgendwo ein Ei. Hier, nimm das Ei. Nikola. Mit diesen Archetypen ist es übrigens so, man kann ja 2 ausrüsten und die leveln dann aufgeteilt. Also wenn man schnell einen Archetyp leveln will, dann sollte man auch nur einen equippen. Mhm. So, was machst du da noch? Hier gibt es noch ein paar Sachen zu kaufen. Sie ist auch eine wichtige Charakterin. Genau, die ist aus dem Tutorial, die begleitet man. Hier gibt es Heil-Items vermutlich. Ich habe aber, glaube ich, gar keine. Genau, hier viel, beim Doktor gibt es die Heil-Items, gehe ich mal aus. Ja, Bandagen. Bloodroot. Bloodroot ist das normale Heil-Item. Kann ich mir alles nicht mehr leisten, weil du den ganzen Loot abgestaubt hast. Ja, was? Ich habe noch ordentlich Loot. Nee, ich glaube, das Geld teilen wir uns tatsächlich. Echt? Nee. Ja. Ja? Okay. Mhm. Ich habe eine Blutwürze gekauft. Ich könnte natürlich jetzt auch hier Sachen verkaufen. Wir können jetzt hier Reliktstaub. Eisen, da habe ich noch 10. Aber was? Ja, Reliktstaub. Bin hier, falls du etwas brauchst. Ich glaube, die können wir einfach verticken, oder? Also, wenn wir jetzt mal ein paar Sachen noch kaufen wollen. Gibt's jetzt was für das Ei? Okay, er kocht noch. So, was? Aber es wird hoffentlich großartig. Das hier. Nee. Naja. Oh, stellt eure Gesundheit wieder her. Ich nehme mal das jetzt nochmal. 2 Stück. So, und dann lass weiter rollen hier. Ja. Wir haben noch einiges zu tun. Arbeit, Arbeit. Ich muss auch kurz meine Waffe upgraden. Ja. Ja. Was ist los mit dir? So. Bereit? Bereit für Ballerei? Du auch? Ja, Mann. Sehr gut. Okay. Es geht wieder zurück ins neue Gebiet The Lost Kingdom. Ja. Oh, das zuletzt Besuch können wir machen, ne? Yes, verlass das Atelier. Genau. Einfach gleich direkt zurück. Wusstest du, dass es ein Prequel gibt zu Remnant 1? Nee. Das spiele ich nämlich, oder will ich bald demnächst spielen, sobald ich das DLC von Remnant 1 fertig habe. Ah, es ist so viel zu tun. Work, work, work. Mehr Arbeit? Arbeit? Let's go. Mit frisch aufgelevelten Waffen kann uns... Oh, da hinten sehe ich doch schon wieder Bösewichte. Und hier vorne leider auch. Neue Waffen. Oh, die greifen besser an. Ne, die hauen ab. Okay. Ja, ich höre es zwar schon grunzen, aber erstmal... Ja, die kommen alle rüber. Boah, ja, das... Die Sicht ist super von dir. Da oben ist noch einer. Ah. Ja, der nervt uns nicht mehr. Oh, warte, hier ist noch ein bisschen Looty-Loot. Looty-Loot. Okay, Hammer. Der Style von Teil 1 war ein wenig anders. Ich glaube nicht, oder? Sieht doch sehr Teil 1 aus. Es gibt immer verschiedene Biome, da ist es natürlich vom Artstyle auch ein bisschen anders. Ja. Bin natürlich wieder schön vor deiner Nase gelaufen, was 100% meine Schuld war. Kann man dagegen schießen gegen das leuchtende Ding, oder?
Ey, warst du das? Oh. Okay, ich mach Bumm. Das wusste ich nicht. Du hast nicht die Pflanzen, während ich daneben stehe, abgeschossen, oder? Ey. Ich dachte, das ist so ein Türöffner. Hallo, Nikolai. Hier ist Munition für dich. Ich wollte mal gucken, was passiert. Jetzt aber doch nicht, wenn ich daneben stehe. Ja, ich wusste nicht, dass es Bumm macht. Da ist ein rotes Fass. Ey, ey. Und tschüss. Das war ich aber nicht. Ja gut, ich gehe mal zurück zum Stein, würde ich sagen. Ah, jetzt hast du natürlich... Oder gibt es hier noch einen, der gleich im Ding ist? Nee. Naja, aber der ist doch gleich da vorne. Boah, das war ja so blöd. Ich wollte da rüberspringen und hab... Jetzt, nichts ist passiert. Stell dir vor, wir kommen jetzt ganz frisch in diese Welt und wir wissen noch von gar nichts. Stimmt. Du hast völlig recht. Wir tun jetzt einfach so, wir schneiden das dann so. Ah, gucke mal, wir kommen jetzt wieder zurück zu dieser Welt. Ich bin gespannt, was passiert. Jetzt bist du auch sehr gespannt, was passiert. So, da bin ich wieder. Danke fürs Zurückholen. Ja, ja, wir sind bald gerade eben frisch her teleportiert. Ja. Wir sind noch gar nichts. Nichts verpasst, keine Eier verkauft, nichts. Gut, das weiß ich nicht. Let's go. Soll ich mal gucken, ob hier irgendwelche Gegner sind? Ich befürchte, da sind ganz viele Gegner in der Nähe. Möglicherweise, ja. Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl. Schieß doch mal da hinten gegen. Ach, gucke mal. Das ist ja ein Zufall. Ja, du einer? Da hinten sind noch welche. Ah, die Sicht ist super. Ich finde, wir sind ein tolles Team jetzt. Wir sind ein richtig gutes Team. Ja. Herrlich. Satisfactory hat das zusammengeschweißt. Das ist der Wahnsinn. Ich möchte hier gleich einen Eisenexport aufbauen. Aber da bin ich geschaut. Aber da kann man auch 100 pro rüberspringen. Aber ich habe jetzt fast ein bisschen Angst, dass nochmal zu... Kannst du es probieren? Weil da ist auch... Guck mal, da sind noch so zwei Plattformen. Da kann man 100 pro rüberspringen. Erstmal mal mit dem Johnny Stick Platt. So, hier, guck mal. Da kann man rüberspringen, oder? Ich probiere es jetzt nochmal. Noch ja. Oh, okay. Was ist das für ein geiles Pony? Ah, ein Pony. Jetzt ist es tot. Ja. Man, ich kann da nicht vertrauen, aber... So, Vorsicht, hier ist noch mehr Lücke. Du das vorne. Oh, über uns. Ganz viel. Das ist erstmal... Ja, hier ausweichen ist ein bisschen schwierig. Ja, weil wir jetzt in der Plattform stehen. Neues Level! Ja, ja, nice. Ich noch nicht. Wie frech. Vorsicht. Also mein Hund. Oh, ich hab... Achso, das war da schon. Der die Frage ist, müssen wir jetzt zurück oder kommen wir jetzt hier? Ich glaube, wir kommen hier rüber. Ich probier's. Okay. Ich schau dir zu und lerne. Sehr gut. Noch ein Pony. Ich töte diesmal nicht. Das ist freundlich. Oh, Kopf der aber nicht. Oh, der ist ein. Achso, wieder so einer. Okay. Ich geb dir mal ein bisschen Leben, ne? Ja, danke. Aber ich will das Leben, das ist von ihm. Na, zum Glück hattest du mein Leben. So, jetzt gib mir mal dein Leben. Ich kann dir auch Leben nochmal geben, wenn du willst. Nee, wir können ja beide das benutzen. Warte, ich schieß einmal und dann stelle ich mich auch mit rein. Dann bekommen wir beide Leben. Jetzt füllt es sich wieder auf. Ich glaube, mit Kills füllt es sich wieder auf. Komm. Achso. Okay. Ich bin schon. Achso. Ah, wir sind ja beide schon voll. Okay. Ja. Sehr schön. Dann da vorne ist noch ein bisschen was Rotes. Das heißt, aufdecken, aber genau. Alles schon auf. Basen zerschlagen. Da bin ich Profi. Viel. Guck mal, hier geht's auch nochmal hoch. Oh ja, da kommt was runter. Warte, nicht F. Hui. Wollt wieder runter. Da ist schon eine Truhe da oben. Ja. Ja, doch. Da ist sie. Tada, geil. Siehst du immer alles untersuchen. Was haben wir da? Relektstaub, Eisen und irgendwas anderes. Irgendwas anderes gefällt mir. Ah, dieses Heilding ist ein richtig geiles Upgrade. Das ist ein Atelier hier oben, laut Map. Okay, hübsches Atelier. Ja. So sieht mein Atelier auch aus. Warte mal. Ein Traumatelier. Dann können wir noch... Oh ja, geradeaus ist... Nee, das ist abgebrochen, aber da... Und das hier, was leuchtet. Gebiete, ja. Weil du wieder vorbeiläufst, schieße ich drauf, okay? Ja, mach ich. Wenn du dich direkt daneben stehst, erst bitte, ja? Ja, ja. Nicht verschwinden. Vorher wäre verschwindet. Nicht die Möglichkeit, oder erst hier lang. Zu töten. Ja, okay, erst hier lang. Probieren wir das ist auch für später. Oh, hier ist wieder so ein Ding.
Gleich hoch oder erst noch? Oh, es sind viele Möglichkeiten. Ich kann mich entscheiden. Erstmal hier unten lang. Guck mal. Okay. Oh, da geht's richtig weit. Immer links rum. Oh, der zielt gut. Und trifft auch noch. Mann. Au. Okay. Unten oder? Oh, wieder ein Jaguar. Eine Elfe hier. Eine Elfe. Elfen der Elfe. Können wir die hauen? Nee, boah, ist zu weit weg. Alter, der ist aber wild jetzt. Sein Freund hat auch mitgebracht. Dann halte ich mich uns mal wieder. Du brauchst ja nicht so viel, aber ja. Ich. Achtung. Dankeschön. Stark. Ja, das ist echt schon ein bisschen OP. Ja, das ist Hammer. Fühlt sich auch ziemlich schnell wieder auf. Ich beschwere mich nicht. Hier ist erstmal. Wo ist der Schatz? Der Schatz. Gibt's hier einen Schatz? Ne, ich sehe noch keinen. Das ist Gemeinheit. Geht, da gibt's hier. Da ist auf jeden Fall Action. Aber ist da noch mehr Action? Fragezeichen. Oh, da kommen ganz viele Leute. Uiuiui. Kommen Sie mal hoch hier. Ja, hoch, ja. Können Sie runter gucken. Ich krabbel hier richtig die Wände rauf. Also sehr agil. Ja. Komm auch. Ne? Ah, das ist der Hund. Na, traut er sich? Und der Kollege? Ja, so. Sehr gut. Nicht mehr. Bei mir sieht es nicht so grazil aus wie bei denen. Ja, wir können da geradeaus noch jetzt weiter, ne? Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Durch, ja. Da ist so ein bisschen was. Jetzt habe ich gar nicht auf dieses Explosionsding geschossen. Das ist ja enttäuschend. Nee. Ja, das machen wir, wenn die Gegner in der Nähe sind am besten. Vielleicht ist dahinter was. Schaden. Oh, ich habe vollendes Böse. So, okay. Hier, guck mal. Hier ist doch bestimmt geile Action. Was hast du Tolles gefunden? Gegner? Ne, diese süßen Ponys. Na, ja. Oh. Die sind ja süß. Gehen wir erstmal hier rauf. Hörst du schon wieder grunzen? Grunz. Da. Das bin ich. Wie geil ist eigentlich meine Pistole hier? Es blubbert. Die Soundkulissen hier sind echt schon sehr beeindruckend. Ja, mir gefällt die Ambient-Geräusche. Das ist echt spaßig. Richtig fremde Welt. Das ist schön hier. So, hier sind wieder die kleinen süßen Ponys. Okay, hier geht's weiter. Pistole ist super. Nutzt sie meistens im Einzelschuss, aber wenn man gedrückt hält, macht sie halt Maschinengewehr-Action. Das ist eigentlich viel geiler. Die ist richtig gut, die Pistole. Ja, oh. Luftangriff. Viel nachladen. Das sind nun recht schnell alle, aber egal. Okay. Autsch. Haben wir. Ich heile mich mal eben. Ihr braucht das nicht. Ich weiß. Warum nur? Das weiß ich auch. Oh. Well. Gehen wir erstmal hier links. Oh, das ist sehr weitläufig. Oh. War das so weg? Sehr gut. Wir bleiben erstmal hier. Munition wäre toll. Wir kommen immer weiter weg. Es gibt hier so viele alternative Pfade. Mach eine kurze Kiste auf. Aber warte mal, lass es erstmal vielleicht dahin gehen, wo du jetzt bist. Und das einmal alles erkunden. Bevor wir weitergehen. Ich gucke in dem Moment, kommt der Hauke vorbei. Ich gucke nach rechts und sehe, oh, Hauke kommt vorbei. Das ist ja so nice. Laufe original in den Abgrund rein.
Dieser Tod trägt deinen Namen. Einen Tod, der deinen Namen trägt. Hallo Hauke, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Besuch aus Fernost. aber es sei dir verziehen, lieber Hauke, weil Nikolai mich direkt hier wieder holen kann. Wir spielen Remnant 2, Forgotten Kingdom, das neueste Add-on, Dienstag rausgekommen. Und wir ballern geil rum. Weiß nicht, falls ihr das Spiel nicht kennt, das ist ein Koop, also man kann alleine spielen, aber auch bis zu 4 Leute im Koop. Und es hat so Souls-Mechaniken, aber ist ein Shooter. Und ja, macht echt Spaß. Kommen wir hier durch? Mhm, hier ist ein Boss. Und ihr kommt gerade rechtzeitig, liebe Raiderinnen und Raider, weil wir jetzt nämlich einen Bosskampf vor uns haben. Und jetzt seht ihr schon so ein bisschen, weshalb ich Souls-Genre sage. Und die müssen jetzt einfach mal... Da ist die Schwachstelle, vielleicht. Ja, die Diamanten, ne? Mhm. Boah, ein Monolith. Ja, die Diamanten sind irgendwie die Idee. Der ist kaputt. In den unteren. Ah. Oh. Warte. Das vor lauter Schießen nicht vergessen. So, das war mein Heilzauber. Heilmunition. Wow, okay. Okay. Die sind Autsch. Ausweichen darf man nicht vergessen. Shit. Na, hast du ein Drittel verloren? Ja. Oh. Oh, ich springe auch noch falsch da rein. Oh, ah, nein! Nein, das war so unglücklich gemacht. Kann dein Hund dich retten? Der kriegt ja richtig Ärger, der Hund. Ohne Grund habe ich einen Hund. Sehr gut. Super guter Hund. Oh, Vorsicht! Killerhand. Oh. Ah. Oh. Wie frech. Ah, ich wollte noch rechtzeitig. Ah, hab ich. Oh Gott. Okay, das ist. Ich glaube, der Hund darf mich nochmal heilen. Bist du noch am Leben? Nee. Verbrannt bin ich. Okay. Ich war ein bisschen zu. Ich dachte, okay, das ist super easy. Ich muss nur auf die Diamanten schießen. Und dann habe ich so ein bisschen das Ausweichen vernachlässigt, weil ich habe den Boss einfach unterschätzt. Das war aber auch nur, um den Leuten von Hauke zu zeigen, wie schwierig das Spiel auch ist, wenn man es nicht. Genau. Wenn man nicht gut in Spielen ist im Allgemeinen. Hast es mal so getan, als ob. Ja. So, jetzt geht's aber wieder rein und jetzt wissen wir, was los ist. Am Anfang kann man, glaube ich, ein bisschen. Hm? Und jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Gut. Sehr gut. Oh, oh, Autsch! Ich halte mich mal kurz. So, immer reinrollen, ne? Ja. Mann. So, jetzt, let's go. Wieder reingerollt. Boah, das ist aber auch dumm. Oh Mann. Oh, es war die falsche Taste. Oh Mann, ja. Ich immer markiert, damit du weißt, wo es ist. Warte, jetzt, come on, let's go. Oh, nimm mal raus zu markieren, das ist mega nervig. Geht leider nicht mehr. Ich bin leider da. Das ist nicht gut. Wo ist der denn Hund? Ist der hier irgendwo? Hast du deinen Hund gesehen? Okay. Noch gleich die Killerhand. Kannst du mich holen? Was willst du? Das oh, das war knapp! Na! Ah, der Hauptgrund macht er. Ja, das war dumm. Ah, Mist. Wenn hier down geht, ist ungünstig. Du bist weg? Aber du machst das schon, ja. Okay, dann. Alles klar. Okay. Au, das sind die Schwachstelle. Okay, krass. Also, man muss tatsächlich, ich glaube, man muss eher blind ballern und sich darauf konzentrieren, auszuweichen. Weil zielen und ausweichen, das sind so zwei Ebenen. Ist die Frage, können wir rechts oder links auf die Plateaus oder ist das abgesperrt? Wahrscheinlich zu. Ja, ja, vorbei. Nee. Ja, ich glaube, das ist abgesperrt. Ja, das sieht auf der Karte nicht so aus. So. So, jetzt nicht in die Dinge rollen, oh, sondern Gott, rausrollen. Ja. Ja, man kann durch die durchfahren, das passt schon. So, aber ich habe es auch nicht verkackt.
Oh, la. Jetzt in die andere Richtung. Oh, wie ist das geschehen? Weniger ballern, mehr ausweichen. Bist du am Leben? Ja. Ich glaube, sonst würden wir nicht Wahl spielen können. Okay, jetzt. Ah, wieder reingerollt. Mist. Oh, was passiert jetzt? Heilung. Du kannst quasi in die reinrollen, das ist okay, das Timing ist nur das Problem. Of the Essence. The Timing is of the Essence. Boah. Das war natürlich die falsche Taste. Hast du noch einen Dingsbums? Was denn? Achso, Heilung. Heidi, Freund. Ja, hier. Oh, ich hab noch eins. Ja, sieht gut aus. Rainer! Oh, deine Markierung ist ein bisschen anstrengend. Ja, sorry. Ich wollte mich eigentlich heilen, aber hab die Hand gedrückt. Oh. Das ist die Hand. Und! Ja, man muss immer rechtzeitig aussehen. Und sie kommt nochmal. Oh, fuck. Wow! Oh, das ist gar nicht so einfach. Bist du noch da? Mhm. Hundimann? Und Hundimann will mich nicht holen. Aber okay. Okay, Hundimann ist selber tot. Okay, die letzte Schockwelle. Oh! Wieder an der Stelle. Aber da geht der Marsch zur Hälfte down. Mehr ballern, schreibt der Chat. Ja. Dodge-Meat. Finde ich auch schon der Name. Ich finde, wir sollen den Dodge-Meat nennen. Dodge-Meat. Stark. Herr PS, stark. Wir schaffen das jetzt aber. Dieses Mal? Ja, okay. Immer besser. Erstmal direkt am Anfang und gar nicht zu Wort kommen lassen. Ich glaube, rede nicht so viel. Ja, er redet halt mit Angriffen. Ja. Also da immer rein in die Angriffe. Gute alte Souls-Schule. Und auch wie. Ah, da war ich zu spät. Erster ist down. Er kann ja dann auch weniger Attacken machen, wenn er. Ah, oh, ne, jetzt sind der andere Kristall. Schade. Ah. Blutwürze. Oh, jetzt kommt wieder irgendwas. Zack. Aber wir müssen gar nicht zielen, man kann einfach auf ihn drauf schießen. Ja, ich glaube auch. Habe ich. Ich mache halt Nahkampfangriff, ne? Brauchst du für Leben? Ja. Oh ja. Das hat weh. Brauchst du Leben? Oh Mann, falsch gerollt. Jetzt passiert. Brauchst du Leben? Ah, ich bin down. Ja. Wollte ich, warte. Oh, bitte. Ja, sehr stark. Oh, das war knapp. Sehr gut. Ist ein Ball als vorher. Oh, nee. Die Hand. Oh, die will mich. Aua. Kann man auf die Hand hauen? Stimmt, hauen wäre deine Idee. Oh, kann die denn her? Oh, shit. Oh, fuck. Ich glaube, rollen, dann kriegt man das Feuer aus. Boah, wo kommt die denn her? Peitsche. Peitsche durch die Gegend. Na. Ah. Ah, der Hund macht schon. Sehr gut. Ja. Guter Hund. Bester Hund. Schieß mal weiter auf das Innenleben. Euer Innenleben. Oh, er hat sich auf den Bart. Oh, fuck. Oh, shit. Autsch. No. Oh, fuck. Hast du noch Heilung? Nein, ich wollte da hin und dann sowas. Ich bin in Schwierigkeiten. So helft's mir, wie hab ich gleich. Gute Arbeit, Johnny. Ja. Schnell weiter schießen. Oh fuck. Ja. Wie wir einfach die besten Spieler sind, die es gibt. Kaputt. Gute Arbeit. Schön. Hammer. Kaputt gemacht. Schmiede. Die sind ziemlich gut. Wollen wir uns gegenseitig einmal mit unseren freundlichen Kugeln abballern? Ich glaube, wir können jetzt auch zurück zum Checkpoint gehen. Oh. Ah, ich kann nichts mehr tragen. Der Boss respawnt ja nicht. Ja, aber ist denn nicht mehr irgendwas Geiles? Platz? Ich glaube, wir haben schon alles bekommen. Achso, ja, stimmt, wir müssen noch Loot einsammeln. Ja. Also da können wir den Pfad lassen, aber da ist ja noch mehr. Meistens ist da eine riesige Kiste, da hast recht, da ist sie. Ja, guck mal. Dann. Was ist drin?
Also, Altmetalle. Sammelt man die ein, wenn man drüber geht, oder was? Die sind immer direkt weg. Nee, musst du also, eh drücken, glaube ich. Naja, manche Sachen werden so. Relikt, Taumelschaden, Eisen, Eisen. Ich glaube, sowas wie Scrap-Sammeln bei Normalschein. Ja. Also, wir haben erstmal das hier. Die Schmiedeglut. Huch. Da ist sie dann. Guck. Kann diese untersuchen auch. Manchmal ist es wichtig, dass man Items inspiziert, weil man erst beim Inspizieren teilweise so. Also es gibt zum Beispiel, was ich, wenn man so eine Hand findet, eine tote Hand, und da steckt ein Ring dran, dann muss man die inspizieren und dann erst flutscht der Ring ab. Aha. So als Beispiel. Also es ist schon manchmal sinnvoll, auch die Sachen sich genau anzugucken. Apropos, also wir können jetzt hier weiter. Also wir haben auch super deswegen haben wir gewonnen. Wie bitte? Das erklärt's. Fabian Kran ist im Chat, deswegen haben wir gewonnen. Ah, okay. Er hat uns die nötige nachgegeben. Kraft. Wo gehen wir lang? Wir also zurück, warte mal, da ist noch dieses Tor. Zum Exit, oder? Ha? Zum Exit hier. Oder haben wir hier alles, Weg? Meinst du? Ja, wollen wir raus? Okay. Na gut. Also hier gibt es auch noch einen Weg. Ja, es gibt und ja liegt alles. Noch was hier, ne? Das kannst du wir haben noch nicht alles entdeckt, aber was ist das? Siegel der Ghoul. Ah, geil. Guck mal. Habe ich direkt angelegt. Erhöht Schadensverringerung um 10%, jede Gewichtsklasse über leicht, reduziert Bonus auf Schadensverringerung um 2,5%. Okay. Ist hier irgendwas? Ich guck gerade, ob hier noch was ist. Na? Ah, ich glaube nicht. Ich sehe, was du meinst, da ist noch was leicht. Naja, da war nichts mehr. Schreit's wieder und du bist ah! Ich habe noch einen Eigenschaftspunkt übrig, den werde ich gleich mal einsetzen. Ja, ich habe auch noch einen. Natürlich auf Leben, vermute ich mal. Mhm. Was sonst? So. Gibt's hier Random Loot? Zu einem gewissen Grad gibt's auch Random Loot. Da sind wir wieder. So, jetzt machen wir erstmal unsere. Oh, ich hab mehr Zeug. Revive Speed, oh ja. Revive Speed, oh bei. Das wäre was für dich, oder? Mhm. Ich mach das ja nicht so oft. Ja, das ist egal. Vitalität ist, glaube ich, echt immer gut. Ich glaube auch. Also in jedem Spiel ist es immer. Erstmal voll leveln und dann der Rest. Ja. Oh, warum ist unser Tor noch markiert? Hm? Warum ist das als Ziel markiert? Haben wir was vergessen? Ach ne, Explored heißt das. Ah, nevermind. Das heißt. Wir können uns jetzt hier einmal ausruhen. Mhm. Und uns wieder. Ach, guck mal, da steht schon jemand Bekanntes. Ah ja. Wartet auf uns. Das haben wir gut gemacht. Wir können auch wieder eine Waffenmod herstellen, machen wir aber nicht. Ich weiß nicht, will er nochmal mit uns reden oder hat er keinen Bock mehr? Erstaunlich. Wahrlich verwunderlich. Wahrlich verwunderlich. Ah. Hallo. Es ist schön, in dieser Gegend ein vertrautes Gesicht zu sehen. Auch wenn es ein fremdes und hornloses ist. Tja. Es kommt zu einer günstigen Zeit. Ich habe noch ein Wandbild gefunden. Das ist mehr, als ich mir je erträumt habe. Diese Entdeckung verleiht mir ein regelrechtes Hochgefühl. Die Folgen, die Möglichkeiten. Es ist überwältigend, in gutem Sinne. Verzeihung. Ich habe die Neigung abzuschweifen. Braucht das freundliche Paxultek etwas? Wie dicht wir einander stehen. Was hast du im Angebot? Ein guter kann handeln. Oh, das gerade zu verkaufen. Oh, also wir können ein heiliges Seenwasser erhöht graue okay. Gesundheitsumwandlung um 20%. Okay, das ist halt dieser Gewinnungslebensbalken. Serum der Ghoul, ja, das haben wir schon. Oh, Regen. Erhöht oh, was kann der? Den Gesamtschaden und die kritische Chance um 5% während Blutungen. Okay. Ah ja, okay. Und für lächerliche 100.000 den Bödenring des Mesmers. Verringert maximale Gesundheit um 25%, erhöht Gesamtschaden um 1% für je 5% der Schadensverringerung des Trägers. Okay, das ist kompliziert. Aber teuer. Das heißt, wenn ich 100% Schadensverringerung hätte, würde ich 10%. Nee, je 5% auch noch. Okay. Dann wäre es 20. Okay, krass. Verhindert den Leidenszustand Saatfäulnis. Oh ja, das ist nicht schlecht, aber brauchen wir nicht. Ja, ich hoffe, dann die Reise des Fremdlings ist so erfolgreich wie meine. Sehr gut.
Das ist mal eine nette Grüße. Ein sehr interessantes Bildnis, vor dem er steht. Also es scheint hier ein Königspaar zu sein. König und Königin vielleicht. König und Königin, ja. Wobei, wie gesagt, dass es ja der Matriarchat hier ist, dann wahrscheinlich... Die Königin ist hier wahrscheinlich relevant, ja. Aufgepasst! Aber das Schwert. Und eine Tür. Ich guck mal, ob die Tür aufgeht. Ein Hebel ist das. Das sieht richtig aus. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Hebel ist oder ein Schwert, was zum Stein steht. Hebel, Schwert, beides. Guck mal, jetzt können wir das machen mit dem Turm. Jetzt kommen wir auch zu diesem anderen Turm. Ja, schon. Ach, da hängt jemand dran. Jetzt verstehe ich das. So ein bisschen wie Atlas, der die Weltkugel hält. Hält er jetzt den Turm? Oder eine große Schale? Und da kommen wir dann weiter jetzt. Alles klar. Aber bevor wir das machen. Ja. Was haben wir hier noch? Hinter der Tür, die du geöffnet hast, geht's da einfach nur runter, oder? Das ist die Abkürzung, ja. Ah, das ist der Fahrstuhl. Kommst du? Genau. Hundemann! Nein! Der kommt gleich hinterher. Da ist er. Oh. Der Hundmann hat zum Glück einen Teleport eingebaut. So, dann darfst du die Tür öffnen. Dann schauen wir uns auch gleich mal den Turm an. Atlas hält den Himmel, echt? Nicht die Weltkugel? Ich dachte, der trägt die Erde auf seinen Schultern. War das nicht so? Wie kann man nur so schlecht in Mythologie sein? Alles falsch gemacht. Upsi. Ich weiß es nicht mehr so genau. Guck mal, nee, war die andere Seite, oder? Warte, ah, ja. Nicht... Ist oben lang, über den Turm. Hier lang und dann hier. Und jetzt geht's hier weiter und da ist dann... Sieht ein bisschen anders aus. Oh, achso, das waren nur Fledermäuse, die bodenlebende Fledermäuse. Bitte schieß nicht auf die Blüte. Oh, Vorsicht, hier musst du springen. Nur wenn du vorbeiläufst. Oh shit. Alles gut, keine Sorge, Nicola. Du hast alles? Alles unter Kontrolle? Ja. Sehr gut. Oh, Dodge Meat. Dodge Meat. Okay. Das war schon alles. Oh, Dragol. Jetzt haben wir dich früher entdeckt. Also. Mal seine Ausweichmoves. Aber wir lernen die langsam. Ja. Jetzt kann ja nichts mehr. Nächstes Tor. Ist noch ein bisschen gut. Oh, guck mal, ich habe ein Reliktfragment erhalten. Ja, weil es jemand eingesammelt hat. Habe ich hier noch irgendwas? Nein, das ist mehr. Ist da eine Truhe? Ein Amulett. So, uns wurde ja gesagt, dass hier irgendwo ein bisschen Sand existiert, dass man durchgehen kann, aber es kommt vielleicht noch. Mhm. Dann gehen wir mal rein. Rein da, mal anklopfen. Meinst du, da wartet wieder ein Boss? Vermutlich, oder? Vermutlich. Dann werden wir uns um den kümmern. Na gut. Oh, ein Checkpoint. Das sieht auch wieder spannend aus. Ein Interieur. Okay, erstmal einmal hier da niederlassen. Uns auffüllen. Wuff, wuff. So, hier ist noch eine Tür, die wir aufmachen. Ne, die können wir nicht aufmachen wahrscheinlich. Ne? Ne, jetzt von der anderen Seite abgeschlossen. Wie frech. Hier ist auch alles eingebrochen. Ja, aber warte mal. Oh, mal, was für ein Service. Ja. Von der Mitte fliegt irgendwas. Mhm. Sehr verdächtig. Ich glaube, da freut sich jemand auf uns. Klingt jetzt erstmal nicht unfreundlich. Ja, könnte auch ein Fluch sein. Okay. Aber das muss jetzt gutes Licht gewesen sein. Naja. War gelb. Gelb ist gut. Ultramächtig. Genau.
gottgleiche Wesen. Oh, jetzt verstehen wir sie. Okay. Wenn der Boden unter dir erzittert und dich hin und her schleudert, wenn die Felsbrocken von oben herabstürzen und dich zerschmettern, wenn die tiefen, finsteren Höhlen sich binden, um dich irre zu leiten, dann steckt Ledusas Zorn dahinter. Nun sprich, bevor ich dein Leib für immer zu Stein werden lasse. Warum bist du hier eingedrungen? Was hast du mir angetan? Das steinerne Gewebe, das du spürst, das dein Inneres kalt werden und erstarren lässt, das ist mein Fluch, die Berührung Ledusas. Medusa, Lydusa. Du musst meine Fragen beantworten und tun, was ich sage. Warum ist eine durchtriebene Bestie wie du in diesen geheimen Ort eingedrungen? Dass die uns Bestie nennt, finde ich ein bisschen beleidigend. Das ist lediglich eine fadenscheinige Ausrede, um hier einzudringen. Du willst von mir stehlen, wie all die anderen durchtriebenen Bestien. Aber jetzt brauchen wir Charisma 10. Denn das, was sie am meisten bedeutet hat, wurde ihr bereits genommen. Okay, darauf können wir... Die durchtriebenen Bestien, die mit den Hörnern, sie haben... Sie ist schuld an der Lebendingstein, das ist ja frech. Ohne ihn... Sie ihren singenden Stein nicht befehlen. Das ist ja skandalös. Ah. Ja, die singenden Steine gehören Ledusa. Einst war ihr Gesang allein von Lieblichkeit geprägt. Es war meine Magie, die sie einst lebendig machte. Ein Lied, das sie herumwirbeln und tanzen ließ. Wie Sand, der vom Spiel des Windes mitgenommen wird. Die durchtriebenen Bestien haben meinen lieblichen Gesang in Schreie verwandelt. Ich schrie und schrie. Nun hat die arme Ledusa etwas Kostbares verloren. Die Bestien haben es gestohlen und weggesperrt. Ohne es kann sie nicht singen. Du, huflose Bestie, wirst meinen kostbaren Schatz finden und ihn mir wiederbringen. Nur dann werde ich dich von Ledusas Steinberührungsfluch. Ah, doch ein Curse. Ich wusste es. Ja. Na, in toll. Ordnung. Ja, machen wir das, ne? Na, toll. Ich erinnere mich. Ja, super. Erinnerungslücken auch. Ne? Auch nicht so freundlich, das gelbe Licht. Lass mich raten, das war ein Ei. Das ist ja ungünstig. Ich hoffe, sie mag ein Omelette. Du wissen, dass es mir gehört, dass es kostbar ist. Bevor du versteinert und nutzlos wirst. Was? Gut, ich werde gehen. Auf Wiedersehen, Bestie. Ich werde dich von meinem Berührungsfluch erst befreien, wenn du mir meinen kostbaren Schatz gebracht hast. Ich hab's gesagt. Na toll, jetzt sind wir verflucht die ganze Zeit. Dann bringen wir ihr, wonach sie dürstet. Ja. Was bleibt uns sonst übrig, ne? Tja, der Tod wahrscheinlich. Was macht der Fluch jetzt genau? Ich gucke kurz mal nach. Sieht man das hier irgendwo? Naja, achso, dass wir einen Effekt haben drauf, meinst ja, du, glaube ich. Denk komm ich mal mit dir aus dem Fahrstuhl. Ich komm, will ja nicht oh ja, okay. Dann müssen wir natürlich gemeinsam. Steht das hier irgendwo? Oh! Tschüss, Doggo. Hallo, Doggo. Ein Grabmal. Mumifiziert. Aber jetzt kommen die Steine wahrscheinlich nicht mehr und hauen uns, oder? Das wäre schön, weil jetzt sind wir, gehören wir zu denen, ne? Jetzt sind wir Best Buddy, naja, Best Buddy vielleicht nicht, aber bekannt, sag ich mal. Kommt jetzt noch ein Boss? Ich hab Bock auf den Bosskampf. Kannst es kaum erwarten, wieder zu sterben. Am nee. Laufenden Band. Ist das der das von... Das viel dazu. Ist das der von oben gecheckt? Nee, das ist ein neuer. Nee, das haben wir nicht entdeckt hier. Oh. Ja, zumindest haben wir einen Freund, den wir hier treffen. Ja, aber warte mal. Er ist jetzt ja offensichtlich einer von den Dieben. Also er soll das ja wieder rausrücken jetzt. Da. Ja. Da wird die Geschichte gezeigt. Guck mal. Sie hatten keine Wahl. Manchmal muss man tun, was getan werden muss.
Sie hatten keine Wahl. Vergib mir, Fremdling. Mir geht viel durch den Kopf. Ich habe einen weiteren Teil der Geschichte gefunden und bin der Wahrheit einen Schritt näher. Es ist tragisch, blutig. Ein Verrat, würden manche sagen. Aber sie würden sich irren. So ist eben der Lauf der Dinge. Glaub mir, ich weiß es nur zu gut. Wie dem auch sei, benötigt das Paxultec etwas? Paxultec. Ich habe neue Gegenstände. Nee, ich will, dass du mir erzählst, wo das... also der offensichtlich studiert er doch gerade diese Geschichte, oder nicht? Ja. Was will ich? Als die uralten Pan ihr Heimatland verließen, um der Plage zu entkommen, sind mehrere Schiffe vom Rest getrennt worden und hier gelandet. Ist das die gleiche Geschichte jetzt wie mit... ...und baute eine neue Gesellschaft auf. Doch bald erkrankte er an derselben Plage. Er traf eine Steingöttin, ja. Lidusa, die ihn im Tausch für ein gemeinsames Jahr von der Krankheit heilte. Lidusa schenkte ihm auch ein langes Leben. Und als er zurückkehrte, heilte er die Überlebenden und herrschte für Jahrhunderte. Die Pan liebten und verehrten Lidusa. Okay. Und was dann? Eine Priesterschaft wurde für den Dienst der Göttin gegründet. Und sie hat allein ihnen beigebracht, die Kraft der lebendigen Steine zu nutzen. Nur einfache Dinge, die ich hier sehe. Kochtöpfe erhitzen, Jünglinge in den Schlaf wiegen und solche Sachen. Aber das Potenzial hätte viel größer sein können. Diese göttliche Kraft war den Priestern nahezu greifbar. Doch sie hat sie allein für sich behalten. Es muss unerträglich gewesen sein. Ja, da bin ich sicher. Okay, das, jetzt wird's interessant. Sie wollten ihr eine Falle stellen. Oh, die hat Verrat. Einmal im Jahr nahm sie eine sterbliche Form an, um Talos beizulegen. Unser edler König wurde der blutlose König genannt, weil er nie ein Kind gezeugt hatte. Es war ihre Weg. Er war ihr hörig. In ihrer sterblichen Form war sie nicht so mächtig. Und als die Nacht kam, nutzten sie ihre eigene, uralte Magie, um sie in Gefangenschaft zu nehmen. Talos war wütend und wehrte sich und tötete seinesgleichen. Sie hatten keine Wahl, als auch ihn in Gefangenschaft zu nehmen. Das ist als... Oh, das ist ja ganz interessant. Die Göttin hat Talos in den Wahnsinn getrieben. Er ließ sich nicht belehren. Also sperrten sie ihn ein und übernahmen die Kontrolle über das Königreich. Da die Göttin ihren königlichen Gefährten mochte, verhandelten sie sein Leben für die Geheimnisse ihrer Macht. Sie bekamen, was sie wollten, was sie für die Sicherheit ihrer Gesellschaft brauchten. Mit ihrer Kraft erschufen sie lebende Konstrukte, die ihnen Folge leisteten. Und so begann für die wilden Pan eine Ära des schnellen Fortschritts. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Man stelle sich so eine Macht in den eigenen Händen vor. Das könnte das Schicksal unseres Volkes verändern. Selbst für jene, die der Taenfrucht nicht würdig sind. Es ist tragisch. Aber es ist der Lauf der Geschichte. Der Lauf der Welt. Man muss sich aus der Tragödie erheben. Stärker als zuvor. Das Geheimnis dieser Macht muss hier noch irgendwo sein. Ich kann es fühlen. Ja, wir brauchen es auch. Wir wollen den Fluch brechen. Dieser Tag wird für immer in der Geschichte weiterleben. Okay. Ich glaube, dass... Wenn es Hilfe braucht, dann ist Walt der Richtige. Glaub an mich. Einer muss es ja. Okay, dann lass uns doch mal erstmal die hier wegballern. Aber die arbeiten doch gerade am Stein und... Ja, egal. Naja, jetzt nicht mehr. Den. Es war die einzige Möglichkeit. Die haben abgebaut. Als die Servants, die sie sind. Ja. Das ja, aber mehr meinst von du nicht, denen, dass die uns angreifen? Oder sollen wir es mal probieren, dass sie uns in Ruhe lassen? Vielleicht lassen wir sie in Ruhe. Ja, danke, Hashtag danke, Nikola. Ich bin schuld.
Von wegen Flugtrick. Aber warum? Wir haben doch jetzt. Wir sind doch jetzt auch in den Auftrag unterwegs. Ich verstehe das nicht. Ja, woher sollen die das so wissen? Meinst du, die haben irgendwie Internetzugang ja, oder was? Wo sie wo das. Klar, so einem, im Intranet so. Ach, übrigens, kleine Message an alle. Ja. Da sind jetzt zwei neue. Die sind gar nicht böse. Die bitte gib den lecker ertrinken und essen. Haben sich bekommen, die Mimo. Vielleicht gibt's da ja gerade Internetausfall oder so. Das kann was warte, da waren wir schon. Nee, warte, waren wir hier schon? Nee, alles noch neu und unbekannt. Oh, ein Becken, ein Reservoir. Oh, ist ein Schwimmen. Ist oder schön. Warten. Okay. Au, der Charge-Angriff. Oh. Noch mehr Fäulnis. Oh, ich kann hier nicht, leider nicht. Okay. Ich kann natürlich nicht richtig ausweichen. Gib mir Deckung! Cool. Oh, ich hab ziemlich wenig Leben. Ich heile mich mal kurz mit Hilfe unseres Unterbahn. All is lost. The great goddess has spilled the lifeblood of so many. She claims she will spare those of us left if we return Talos' body to her, but the worm burned it long ago to hide their guilt. Fools and cowards in kind. King Talos was deserving of funerary rites and proper interment. He was a good king, a true pawn, but it's done. The cowardly Vaunt have hidden away in the king's throne room, awaiting my vile work. I felt the judgment of my ancestors as I defiled this body. I wrapped the corpse in the king's robes and covered its face with the perfect likeness of his crown. But the goddess will know this is not the king. She spent entire lifetime with him. She will know. How did it come to this? I was once an honorable widow. Now I can only hope this foul and unforgivable act does not condemn the plan to our ruin and me to my death. Okay, das ist schon interessant. Ich finde es das cool, dass man die Story so präsentiert bekommt. Mhm. Das involviert mich dann immer in meine Taten. Weiß ich, warum ich was mache. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob... Also sie ist jetzt ja offensichtlich ein Opfer auch, ne? Sie wurde ja betrogen. Sie hat ja nichts weiter gemacht, als den Pan ihre Kraft nicht gegeben, was ich auch nicht machen würde. Da kommen sie! Oh. Oder? Also es ist doch nachvollziehbar, dass sie das jetzt einfach nicht teilt. So, man weiß ja nicht, was sie machen. Macht korrumpiert. Ja, das haben wir gemerkt. Oh. Da ist noch so ein Topfmann. Außer wenn wir Macht haben, dann natürlich nicht. Ja. Das kommt natürlich immer auf den Anwender an. Also gibt uns ruhig mehr Macht, das ist kein Problem. Was ist das? Ah ja, waren links und rechts wieder zwei. Ja. Die Pflanze ist schon wieder verdächtig. Ja, ist wirklich verdächtig. Wollen wir erst hier unten alles clearen und dann auch gehen? Ja. Hier ist ein Wasserfall, vielleicht können wir da rein. Oh ja, und hier ist auch noch ein bisschen was Leckeres. Oh, da kommt auf jeden Fall jemand raus. Oh. Okay. Oh. Wie cool dieses Gitter das sein, das ist der Wahnsinn. Was habe ich denn da gerade abbekommen? Blitze und Donner und... Hast du noch ein bisschen Heilung übrig? Ja. Aber erstmal die Kiste! Die Kiste! Weapon Swap. Okay. So, du möchtest einmal geheilt werden? Warte. Oh ja. Ist schön. Wäre auch lustig, wenn du anstelle der Heilung mich erschossen hättest, aber ja. Ich vertraue dir da vollkommen. Nee, was mache ich nicht? Das ist eventuell mir schon ein paar Mal passiert. Aber nicht bei dir. Ach so. Noch nicht. Komm mal. Oh, noch eine Truhe. Leuchtstein. Brightstone. Trinity Memento. Ein Quest-Item. Ist das schon das Item? Oder ist es das Item? Das ist zumindest mal ein Drittel für mich. Ein Teil davon, ja. Mhm. Aber verkauf ihn doch am besten direkt wieder. Ja, ich reiß kurz eben zurück. Alles, was wir haben. Bier, $10.
Sieht schon aus wie was Wertvolles. Sie hat ja gesagt, wir würden es erkennen. Möglicherweise gibt es hier wirklich 3 Bruchstücke und wir müssen alle finden hier im Dungeon. Alles klar. Das ist eine heile Aufgabe, die kriegen wir hin. Mhm. Soll es nach oben oder nach unten bleiben? Ja, wir gehen erstmal hier hoch. Okay. Kra, kra. Kra, kra. Hey, das sieht wichtig aus. Oh, ein Schwert, aka Hebel. Öffnet sich jetzt das große. Okay, wir haben irgendwas. Vielleicht müssen wir 2. Okay, wir müssen auch in die andere Richtung vorher. Oh, hier gibt es aber wieder viele noch? Wege. Warte, ich gehe noch einmal hier nach unten. Ist da eine Tür, die nicht aufgeht? Hier ist aber nichts, glaube ich. Und da geht es weiter. Geht es hier rauf? Nee. Okay. Ich komme. Ja, hier war auch nichts mehr, da müssen wir wieder runter. Nee, hier ist nichts, aber was ist hier? Außer eine Tür, die geschlossen ist. Achso, die hast du aber probiert hier, oder was? Ja, die geht noch von der anderen Seite auf. Okay. Ich komme. Kannst ja runterspringen, hahaha. Oh, stark. Ja, das hab ich schon. Das ging gerade noch. Okay, Honeymoon hat geregelt, sehr gut. Wieder fleißig abgebaut. Melee Critical Chance. Schön. Hier. Da. Was krabbelt denn da? Na gut. Links oder rechts, das wäre wieder die Frage. Oder geradeaus geht auch noch. Hier in diesen Dings rein. Ah ne, geht's nicht. Okay. Hier ist noch ein Hebel. Achso, das ist der Fahrstuhl. Aber lass uns erstmal hier gucken. Eine Vase. Aber ich meine, sie möchte, dass wir das Ding wiederholen, aber warum kannst du dann ihre Steinwesen nicht zurückbordern? Das ist ja, nicht ganz schön gemein von ihr. Ja, weil sie keinen Zugriff hat, offensichtlich. Ja. Der hat ja gesagt. Ist sie noch in ihrer menschlichen Form? Simulacrum. So, stopp. Okay, jetzt hinten. Urgency. Boah, was? Ja, muss schnell raus. Nehme ich denn noch so viel Schaden? Da Hund macht wieder alles alleine. Richtig gut. Dodge Schmied ist schon ziemlich stark. Oh ja. Ah, war zu langsam. Warum? Das weiß ich ja nicht. So, was haben wir hier noch? Immer noch nicht. Was haben wir hier? Wir haben Simulacrum gefunden. Das kann man einsetzen, um sein Herz zu verbessern. Also, dann haben wir 4 Aufladungen statt 3. Das ist ziemlich cool. Okay, das müssen wir aber in der Stadt upgraden dann, oder? Genau, ja. Das ist ein sehr seltenes Item, was man, glaube ich, nur einmal pro Welt findet oder ziemlich wenig auf jeden Fall. So, lass uns mal schauen. Warte, wir müssen nach oben gelangen. Mit dem Fahrstuhl vielleicht? Ja, mit dem Fahrstuhl. Na, oder fährt er zu weit hoch? Ja, aber lass uns den auf jeden Fall mal, wir haben ihn ja noch nicht probiert. Nee, der fährt da oben. Na gut, lass mal ihn probieren, ja. Guck mal, wo er hinfährt. Nicht so schnell. Nee, keine Sorge. Ist auch uns viel zu oft passiert, dass der ohne uns gefahren ist oder ohne einzelne Leute. Ja. Oh, warte, da hätte man reinrollen können. Hast du es gerade gesehen? Ja. Müssen wir wieder runterfahren. Okay. Warte. Kurz vom... So, wer rollt? Wir rollen beide, oder? Ja, klar. Aber wir sind nochmal runter. Komm mal raus. Vom Knopf runter, jetzt. Jetzt. So, ready to roll? Welche Richtung war das? Ja, hier. Ja, stark fast try. Oh, da ist irgendein ein seltenes Item. Der steht vielleicht gleich auf, müssen wir aufpassen. Der Bürdenring des Maurers. Hast du den jetzt eigentlich auch bekommen? Naja, den habe ich auch bekommen. Das teilen wir uns. Ich lese mal vor. Es ist mir absolut bewusst, dass ich alles riskiere, indem ich dieses zu Papier bringe, aber es muss für die Nachwelt aufgezeichnet werden. Wir reisen auf einem dornigen Pfad und wo auch immer er hinführt, so soll doch jeder wissen, dass der Verrat, der gerade begangen wird, das Werk einiger weniger fehlgeleiteter Seelen ist. Wir sind nicht alle so fehlgeleitet, das schwöre ich. Die anderen Vaunt wurden von der Macht geblendet. Wie konnte es so weit kommen? Unsere liebliche Göttin hat uns so viel...
gegeben. Sie hat uns aus der Bedeutungslosigkeit hervorgehoben und es uns gestattet, in ihrem Ruhm zu sonnen. Einst lebten wir wie Bestien, doch dank ihr erhielten wir eine sichere und komfortable Existenz und doch genügt diesem mein Verwandten nicht. Sie wollen mehr und dieses Verlangen wird uns aller Untergang sein. Selbst jetzt werden Pläne geschmiedet, die Göttin zu fangen und ihr mit allen Mitteln ihre Geheimnisse zu locken. Ich höre Schritte, ich werde dies hier fortsetzen, sobald ich kann. Oh, es geht noch weiter. Ah, es ist zu viel. Es ist Blasphemie, nur darüber zu reden. Unsere Verdammnis wurde einstimmig entschieden. Es ist beschlossen, es ist getan. Ich versuchte zu protestieren, doch ich wurde schnell und gründlich zurechtgewiesen. Mit großer Grausamkeit und Bedrohung für mein Leben und das meiner Sippe sollte ich ihre Pläne verraten. Ich habe keine Wahl, als mitzumachen, auch wenn mein Herz dagegen ist. Es gibt hier nichts zu gewinnen, nur Tragödie. Wir mögen Macht erhalten, doch wir werden dabei unsere Seelen verlieren. Das macht mich krank. Lydusa, liebste Göttin des Steins und der Erde, herold über die süßen Stimmen des Steins, die unser Dorf erbauten, vergib mir. Ich wünsche, ich hätte ihre Stärke, das Kommen da aufzuhalten. Ich bin ein Feigling und somit Komplize dieser Machenschaften. Ich bin sündig und trotz des Titels kein Wort mehr. Möge die Göttin uns allen gnädig sein. Okay. Ich mag das, wenn so Tagebucheinträge oder Computerterminals oder was auch immer so die Geschichte erzählen und das ein bisschen erlebbar machen. In einem geheimen Raum, den man normalerweise nicht trifft. Das ist schon crazy. Oh, das war überhaupt nicht meine Idee, aber ich habe den auch so sehen mit einem Heilklumpen. Er ist trotzdem gelegt. So, trotzdem nach oben fahren, oder? Ja, jetzt müssen wir wieder hoch. Oh, warte, okay. Da liegt noch geiler Scheiß. Das ist nur Munition. Ist er jetzt unten? Ja, da ist er. Tschüss, Hundi. Dodge Meat. Beste Charakter. Ah ja, hier war noch nicht, tatsächlich. Und hier ist wieder ein großer Bossraum. Oh, hier natürlich wieder über der Brücke, da kommt der Gargoyle an. Huch. Der Hund prügelt sich mit dem Gargoyle. Achtung, nee, Gargoyles! Mehrere! Noch einer! Geht in den einen und du nimmst den anderen. Eieiei, ei, ei. Ich kann gar nicht mehr schießen. Ich kann nur nicht schießen. Ey, oh nein, ich wollte ihn hauen. Oh, ich fahr wieder runter. Sekunde. Oh, er ist im Fahrstuhl. Oh Mann, ey. Okay. Ich habe ihn im Fahrstuhl ein bisschen zerquetscht. Das war so praktisch. Oh, sie kommen, hast du gehört? Sie kommen! Ich hab keine Muni mehr hier. Ja, ich baue noch ein bisschen, ich steck noch im Fahrstuhl fest. Warum? So. Ja, Munition ist echt ein Problem hier. Aber gut. Naja, das ist ja so gedacht, ne? Dass man sparsam sein muss. Mhm. Da haben sie mit dem Falschen das angetan. Ah, ein weiterer Nebenquest-Eingang. Mhm. Ich eile, ich eile. Tipptopp. Geschmiedetes Eisen. Aha. So, ein Checkpoint. 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 Ich will jetzt auch wirklich wissen, wie das ausgeht. Mhm. Haben wir noch genug Zeit, das zu erfahren, ist die Frage. Haben wir noch genug Zeit, das zu erfahren? Okay. Das müssen wir schauen. Das müssen wir. Das müssen wir erst ein anderes Mal erfahren. So was habe ich noch nie gesehen. Ruhestätte der Göttin. Das klingt doch mal vielversprechend. Achso, Entschuldigung. Jetzt habe ich das neutrale Einhorn leider getötet. Das ist neues da. Ein Stück weit auch selber schon. Das passt nicht. Achso, brauchst du Munition noch? Dein Gewehr? Ja, gut, wir waren mir gerade. Ach ja, wir haben ja gerade. Genau. Wusste ich natürlich. Hab schon einberechnet. Oh, hübsche Bäume gibt's hier. Und fliegende Inseln. Oh ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass sie nicht runterfallen? Ja, das. Naja. Ich wollte mal auf dieses wunderbare Explosionsding schießen, aber. Oh, Hammer. Ja, Trademark. Neue Eigenschaften, Vitalität. Okay. Ja, gibt es nicht viel zu überlegen. Nee. Aber wir sind ja eigentlich
für was anderes hier. Da kommt Loot. Gut. Haben wir. Ah, folgendes. Spannendes? Vorsicht, folgendes, ja. Hier hinten. Oh Mann. Nichts. Welche Richtung schlägt man zuerst ein? Hier ist noch ein Aufzug, an dem wir jetzt vorbeimarschiert sind. Ja, warte, ich guck kurz einmal hier. Deck das mal auf. Jetzt wird die auch aufgedeckt, wenn ich hier anlaufe. Oder ist ja noch alles rund? Ja, ich falle erstmal weg. Oh, ich komme mal zu dir. Oh, was war das? Oh, das ist bei mir. Der Ball hat hier einfach ein bisschen Kopf offen. Bei dir ist irgendwas. Okay. Oh, was haben wir denn da oben noch? So. Eine Hässlichkeit. Ja, aber Hässlichkeit. Oh, wir sind ja gar keinen Schaden. Das hängt im Baum. Fest, komm mal raus. Oder? Ja, das sind auch so super. Das hat doch gut funktioniert für uns. Praktisch. So, hier ist noch. Loot, loot, loot. Loot, loot, loot. So, hier geht's weiter. Hattest du bei dir war ein Aufzug, hast du gesagt? Genau. Aber ich glaube, wir können erstmal hier klären und dann die nächste Ebene. Diese armen Einheimischen. Rehe. Schießt dir mal ein bisschen Leben zu. Oh, das ist nett. Das füllt sich hier wieder auf mit eben Kill, von daher kann man es ja ein bisschen verschwenderischer einsetzen. Finde ich nämlich auch richtig gut. Das. Oh, da ist wieder ein lila Item. Ja, hast du einen entdeckt? Ja, ich. Ich mal dahin. Ja, da geht's auch noch richtig. Okay, hier ist auch irgendwas krasses. Das kriegen wir beide, das Item dann, oder? Ja. Das sieht wichtig aus. Gut. Ich habe hier irgendwas Wichtiges. Wichtiges? Klingt gut. Oh, ich habe einen Blink. Ja, ich auch. Warte mal, du auch? Ja, den habe ich gerade hier eingelegt. Oh, nee, warte, das hast du gemacht. Das war gemacht, Zufall, dass das zeitgleich mit dem passiert ist, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich da hinten die Feuerschale entzündet. Ah. Das heißt, eventuell geht da. Oh, das sieht ja aus wie die Grabkammer dieser. Kreatur. Aber da sind noch vier weitere Feuerschalen. Ich nehme an, wir müssen alle entzünden. Ein Blitz eingeschlagen? Stark. Ich nehme an, wir müssen alle entzünden. Ja, das kriegen wir hin. Das habe ich schon in Minecraft hinbekommen, dass ich vom Blitz getroffen werde. Ja. Das kriege ich auch hier hin. Oh. Bei dem munitionstechnisch aus? Hier ist noch alles Munition. Gut. Alles gut. Okay. Ich höre etwas. Das ist ein Item, geht's ja runter gleich zu dem. Ich befürchte, wir kommen da noch nicht rein. Ah, das ist schon der Weg da unten. Naja, können wir es zumindest schon mal anschauen. Oh, achso, hier geht's einfach auch runter, okay. Ja, können wir zum Was macht hier gucken. Geräusche? So. Fort. Ah, hier ist ein Checkpoint. Na gut. Wollen wir den aktivieren oder warten Auf noch jeden mehr? Fall. Guck mal, da ist nämlich jetzt. Lass den mal aktivieren. Eins. Mal. Ich gehe mal davon aus, dass. Ah, wir hätten gar nicht aktivieren müssen. Jetzt sind die ganzen Gegner wieder da. Wir müssen nochmal zurück. Ja, genau. Deswegen. Ja, egal. Ja, wir können nach unten gehen. Bitte. Aber ich nehme mal an, ja, da leuchtet eine. Das sieht wichtig eins von aus. Fünf, eieiei. Abgeschlossen. Ja, sag ich doch. Da sind fünf Feuerschalen, die oberste haben wir entzündet. Aber das Gebiet ist ja auch wirklich sehr groß. Und man kann sich auch ein bisschen aufteilen, das ist das Gute. Es ist halt von der Schwierigkeit zum Glück so, dass man auch alleine überleben kann. Upp, der schön verschwindet im Boden. Das ist sehr frech. Geht die auf? Nope, leider nicht. Leider nicht.
Können wir zurückgehen oder bleiben wir hier noch? Ah, warte, ich hab hier noch irgendwas. Ich höre es nur an der Musik, dass du im da Kampf oben bist. Ach du Scheiße. Oh. Oh, Scheiße. Ey, jetzt sind wir diese Dreierattacke hier. Jetzt darf ich nichts machen. Schade. Timing, scheiß Timing! Jetzt brauche ich mal Hilfe. Ja, ungünstig, ich bin gerade komplett woanders. Und hab einen Gargoyle gefunden, das ist natürlich sehr ungünstig. Timing. Nein, nicht runterfallen. Na, Nils! Oh, ich lebe! Nein, ich bin tot. Oh. Das ist natürlich sehr ungünstig. Dann marschiere ich gleich mal zurück zum Kristall. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil wir kommen ja gleich spätestens am Checkpoint wieder raus. Die Dinger sind nämlich richtig heftig, weil die machen diese Sirene, das heißt, in der Zeit kann man auch nicht wirklich sie belangen. Und dann machen die immer diesen Dreier, genau, den 1, 2, 3, und da muss man perfekt rollen. 3, genau. Und wenn man es schafft, ist gut, und dann machen sie wieder das. Also die sind schon hartnäckig. Meine Güte. So. Dann marschiere ich wieder hoch. Und ja, warte mal ganz kurz, Nikola, wir machen an der Stelle mal eine Pause. Ah, okay. Kannst du mal eben kurz stehen bleiben. Denn wir machen eine Remnant 2 Pause. Das ist das neueste Add-on, am Dienstag erschienen, Forgotten Kingdom. Mir macht das wirklich Spaß. Ich mag diese Souls Mechanik, ich mag die Welten, ich mag, dass man zusammenspielen kann und vor allem, dass man einfach mal geil rumballert. So. Und ich will jetzt wirklich wissen, wie diese Quest ausgeht. Je mehr man davon liest, so, ich lasse mich darauf gerne ein. Es gibt Leute, die sind da, glaube ich, mehr an anderen Aspekten des Spiels interessiert, aber ich finde es irgendwie interessant. Ja, weil mir das dann auch immer das Gefühl gibt, ich weiß, warum ich etwas mache, warum ich etwas abballere. Man kann das natürlich komplett ausblenden und einfach nur ballern, aber ich finde das sehr sinnstiftend, weil man dann, ja, das Gefühl, man ist auf einer Quest und versteht auch, warum man das macht und wieso und so. Deswegen gucke ich mir sehr gerne die Story-Schnipsel an, die da so in dieser Welt verteilt sind und das näher erläutern. Ja, Nikola, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir bedanken uns bei Ark für diese Kooperation, es hat echt Spaß gemacht. Danke, Ark. Und ich würde in jedem Fall, entweder im Stream oder privat, ich möchte diese Quest noch zu Ende bringen. Wärst du dabei? Auf jeden Fall. Sehr spannend. Hammer. Also, wenn ihr auch Bock habt auf das Spiel, zieht es euch auf der Plattform eurer Wahl und freut euch auf das zweite und neueste. Ist im Game Pass. Ist im Game Pass drin. Man kann es aber auch über Steam zocken. Genau. Je nachdem, genau, was halt euer Zuhause ist. Das war's von uns. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Peng, peng.